verprügelt mit Punchlines. Verprügelt mit einer verprügelt mit Punchlines. Hi und herzlich willkommen zu Verprügelt mit Punchlines in der roten Ecke mit aus Schöneberg, 1,93 Meter. Ja. Aus dem, ach Mist, das ist die schlimmste Boxansage überhaupt. Er ist da und er kämpft für. Das würdest du sagen, aus dem Senegal oder aus sowas. Ich wollte ein bisschen sagen aus Ägypten, aber dann wollte ich nicht in die Ecke packen. Still Defending Heavyweight Champion of the World, Jonas Imam. Ist das so? Was sagt ist mit den Fat Jokes heute? Hä? Das ist schon der zweite Fat Joke. Du bist Natural Heavyweight. Du bist Natural Heavyweight. Nein, er ist Natural Light Heavyweight. Ja? Nee, nicht mal das. Ich würde sagen 185er. Ach, jetzt bin ich langsam auch noch wieder zu dünn, ja? Das kann ja nicht wahr sein. Und in der, die dick wär's so gern. In der blauen Ecke haben wir mit 1 Meter... Das möchte er nicht sagen. Das steht da auf der Karte. Das möchte er nicht sagen. 1 Meter, aber die einen steht da noch. Und dann möchte er nicht sagen und dann Zentimeter. Also lustig, wenn du schummeln würdest, wenn da so 1,87 stehen würde. Oder so offensichtlich. Ja, aus Jelschwalde, aus dem Kraftwerk raus... In die Boxarena. Riesengroßer Applaus für Falk Pürcek. Und Ivan Thieme. War die Lexan-Moderation. Aber ich bin eigentlich happy. Manchmal bin ich nicht happy, aber diesmal war das eine gute. Herzlich willkommen, schön, dass ihr bei uns seid. Hm? Wenn ihr auf YouTube seid, guck mal, erstmal Promo direkt am Anfang, weil wir machen nicht immer am Ende. Abonniert diesen Kanal, liked die Folge, schreibt einen kleinen Kommentar, schreibt die Boxernamen für den beiden. Die Boxer haben ja auch so einen Spitznamen, ne? Ich dachte gerade, als du mit Kraftwerk angefangen hast, dass du hier kommt das Kraftwerk des Ostens. Kraftwerk des Ostens. Lass uns mal Boxnamen für. Das ist nicht schlecht. Also, es ist schon ein guter Call. Kraftwerk ist halt super weird, aber irgendwie auch. Aber ganz du geil. Bist auch ein Kraftwerk. Ja, so ein bisschen. Du bist wirklich. Also ich laufe mit Kohle und dann meine ich Geld. Ich habe ja schon einen Kampfnamen, ich will den eigentlich nicht ändern. Ja, Ibo. The Boston Strangler nennen die mich. The Boston Strangler. Beim Boxen. Ja. Ah, geil. Geil. Ganz kurz, auf was habt ihr euch geeinigt? Das ist ein Boxkampf, ne? Das ist ein Boxkampf, okay. Würde ich sagen, oder? Genau. Also schreibt es in die Kommentare, macht das mal. Ansonsten, wenn ihr die Klasse. Nur wenn ihr was Besseres habt als The Boston Strangler für einen Boxer. Das ist nicht so einfach. Ja. Aber versucht's. Ja. Wir vertrauen euch erstmal. Und wenn die Audio-OGs seid, wenn ihr sagt, hey, dieses MP4-Format ist mir noch nicht ganz geheuer. Kann ich verstehen. Dann teilt die Folge über Spotify oder gebt uns eine Bewertung auf Spotify. Mhm. Sagt es euren Freunden. Würden sie sehr, wirklich einen großen Gefallen tun. iTunes geht auch. Das macht das Leben für uns auch einfacher, glaub mir. Also. Und herzlich willkommen für alle neuen Hörer und Hörerinnen. Ja. Vielleicht sind ja ein paar neue dazu gekommen. Ich glaube, in den letzten 3-4 Folgen mussten neun dazu kommen. Also mindestens vier. Weil das waren wirklich Banger-Folgen. Glaube ich auch. Ja. Und ich finde es immer interessant, wenn man neu anfängt, einen Podcast zu hören und man rafft ja erstmal gar nichts. Ja. Man kennt die Charaktere noch nicht so ganz, aber man hat dieses vage Gefühl von, oh, hier fühle ich mich wohl, das finde ich nicht schlecht. Ja. Und dann arbeitet man sich so nach hinten und lernt die Leute kennen. Genau. Das finde ich ehrlich gesagt. Oh mein Gott, was sind das für Menschen? Absolut, absolut degenerierte Schweine. Ja. Aber irgendwann ist man so investiert, dass man die trotzdem mag. Ja. Das ist ganz, ganz schwierig. Das ist wie Familie. So ein bisschen. Ja. Ein bisschen wie Familie. Das ist exakt wie Familie. Definitiv. Ey, ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil. Also ich habe so eine, also ich will die Messlatte nicht zu hoch setzen. Das ist ja immer das Problem bei solchen Sachen. Wow. Also, okay, was passiert gerade? Ich war unterwegs, ich war ein bisschen auf Tour, ich war im Couch Comedy Club in Mönchengladbach im Tick. Ist eine schöne Location, genau. Und hast du Tick oder Kick gesagt? Tick. T-I-G. Okay. Und T-I-G, okay. Genau. Tigge. Tigge, genau. Tigge. Und okay. Was heißt das? Theater im Großraum. Im Großen und Ganzen. Wirklich. Im Großen Theater im Großen und Ganzen. Theater im Großen und Ganzen. Das ist wirklich keine schlechte Firmenname, ehrlich gesagt. Theater im Großen und Ganzen. Großen und Ganzen Theater. Nee, pass auf. Es war eine schöne Zeit, aber man ist halt wieder mit dem Zug unterwegs. Und wie lange fährt man nach Mönchengladbach? Man muss bis, je nachdem wie man fährt, so 4,5 Stunden ist im, also Minimum. Okay. Und, ich brauche eigentlich langsam einen Jingle für Zuggeschichten. Zuggeschichten. Ja. Wir entwickeln uns langsam Richtung Zuggeschichten. Ich habe das Gefühl, wir haben oft lange keine gehabt, ehrlich gesagt. Na bitte. Wir waren in der Pandemie. Stimmt. Wo hätten wir denn hinfahren sollen?
Ja. Na, im Osten, dann fahr doch mal in den Osten, Jonas. Alles zu. Hast du Vorurteile? Nee, das war alles zu. Im Südkreuz steht auch mal Urlaub machen. Im Osten ist alles zu. Wirklich? Das ist doch die Werbekampagne von Urlaub. So, oh, Deutschland kann auch spannend sein. So, komm schon. Also, ich will lauter Spanier die Straße langstellen hören. Ich will nicht. Ganz ehrlich, bevor Sachsen, erst Schleswig-Holstein. Ja, Schleswig-Holstein. Muss ich sagen, das Ranking des Ostens. Die Seeplatte. Da ist Sachsen. Pass auf. Ja, pass auf. Gute Zeit gehabt und ich musste halt den Zug um 5.45 Uhr nehmen. Damit Top ich Zeit. Heute um 11 in Berlin ankomme, weil ich war so, ey, was, wenn es zu spät, weil dann habe ich, Fallout ist hier, glaube ich dann. Ja, auf jeden Fall. Dann canceln wir dich. Land unter. So, Ivan steht um 5.15 Uhr auf. Du, ich habe tatsächlich nochmal geschafft zu duschen. Normal, also ich hätte nicht gedacht. Moment, 5.30 Uhr geht der Zug? Nee, 5.45 Uhr geht der Zug. Gut, ich fahre jetzt einen Moment mal. Ja, gut. Geht der Zug, 5.15 Uhr und ich bin hingelaufen, 20 Minuten. Walk. War tatsächlich ganz schön. Kalkuliert. Also die Sonne ist voll aufgegangen. Hm? Also das war eigentlich voll der schöne Morgen. Hm? Und ich bin noch ein bisschen groggy. Ich steige in den Regio ein, fahre bis Duisburg und in Duisburg steige ich in ICE ein. Hm? Und Regio ist halt langsamer. Da, fällt also, kein ICE über Mönchengladbach? Nee, also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht, dass ich also nicht. Das war eine Ansage. Weiß ich nicht. Also, ihr seid immer demütigend. Ihr seid uns kein ICE wert. Weil selbst durch Cottbus fährt einer. Und deswegen war ich gerade so. Aber der fährt nur durch. Ne? Ja. Der fährt nur durch. Du musst abspringen und dich so abrollen. Das kann möglich sein. Geh runter auf 35 km/h, damit du abspringen kannst. Da kämpft jeder für sich. Also, spring raus, du dreckiger Hawk. Mann, ey, ich habe ein bisschen Angst. Ich will unbedingt, dass das ein Real wird, aber die Story ist zu witzig. Oh, hör, nee, so ich kannst du nicht denken. Ich weiß, das kannst du nicht denken. Ich denke nicht in Reels. Ich weiß, aber vielleicht kriegen wir es ja irgendwie gekartet. Keep it real, aber denk nicht in Reels. Ey. Übrigens, ein guter, ich schreibe das mal auf, denk nicht in Reels. Denk nicht in Reels. Muss man Leuten öfter sagen. Genau. Und ich steige in den ICE ein, immer noch groggy, immer noch, ich konnte nicht Hearthstone spielen, weil jedes Mal die Verbindung abbricht. Ich war so, irgendwie so nicht ganz zufrieden. Auf jeden Fall wurde meine Laune sehr gehoben. Sehr, sehr gehoben. Weil ich höre die Ansprache vom Lokführer. Der Lokführer lässt immer so, willkommen im ICE 300, was auch immer, von Duisburg nach Berlin-Ostkreuz. Ostbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Der nächste planmäßige Halt ist dann was auch immer. Ich glaube Krefeld. Und dann sagt er einen heftigen Satz. Er sagt, mein Name ist Ivan Thieme. Nein. Mein Name ist Ivan Thieme. Nein. Wenn Sie oder noch weitere Fragen anfragen, kommen Sie gerne auf mich zu oder das Personal. Ich bin so. Moment. Ich bin so. Moment, er hat Ivan Thieme gesagt. Ich bin fest davon überzeugt. Ich bin fest davon überzeugt, dass das er ist Ivan krass. Thieme. Dass er Ivan Thieme. Ich glaube, das so klingt, nee, ne? Das habe ich auch gerade überlegt. Ja. Also gut, Thieme, da gibt es Möglichkeiten. Aber genau, auf jeden Fall gehe ich, also ich bin sofort so. Also ist war, Milan in Vornamen? Das war auch. Ja, Milan. Das war auch. Ja. Das war auch klar, das war nicht so eine schlechte Anleitung. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe gerade meinen Namen gehört. Ja. Also es war wirklich wie so in der Schule. Kennt ihr das immer manchmal so, dann ist man so, aber bitte sag mir, du bist nach vorne gegangen, hast mit dem geredet und stellst hier raus, der Typ hieß Jan Böhmermann. Jonas, pass auf. So ein bisschen klingt's nämlich. Pass auf. Es wird noch Ivan besser. Thieme. Nein, mein Name ist Falk Kürcher. Ich gehe quasi zu der Schaffnerin, also die Tickets kontrolliert. Ich war so, kann ich bitte den Zugführer sprechen? Ja. Zugworkerin nennt man die jetzt. Zugworkerin. Schaffnerin sagt man nicht mehr, klingt zu verrucht. Ich hatte eine Mission, weil es passiert ja nicht oft. Ich habe noch nie einen anderen Ivan Thieme getroffen. Ja. Also, wenn du jetzt einen anderen Falk Pürcek, also irgendwie zufällig sehen würdest, mich sofort umbringen. Wenn du jetzt bei. Also von uns gibt es einen. Wenn und, du jetzt, und seine Macht nehmen? Ja. Wenn du jetzt irgendwo bei einer Reservierung bei einer Comedy Show Falk Pürcek lesen würdest, dann würdest du. Ich weiß ja, es gibt keinen zweiten. Es gibt. Mein Kopf ist sofort so, es geht nicht. Es geht ich nicht. Ich blende die Eventualität nicht, aus. Gibt es nur wenige Pürceks? Es gibt in Deutschland 6. Bist du sicher? Ja, erst 3 davon. Meine Eltern haben mal versucht, das so ein bisschen rauszufinden, ja. Ja, aber auf der polnischen Seite vielleicht? Weiß ich nicht. Das kann ich jetzt aber nicht sagen. Aber die würden halt nicht Falk heißen dann, ne? Ja, also deswegen ist halt Falk ist eh schon Falk ein sehr seltener Vorname. Stimmt, ja. Ein sehr seltenen Nachnamen. Ja. Ich glaube, von mir gibt es wirklich nicht so viele. Ivan Thieme ist halt auch unnatürlich. Deswegen war ich so. Weil die Kombo so ein bisschen, genau. Bisschen speziell ist. Als Thieme gibt es viele. Ja. Aber ich auch sagen. Ich glaube, Thieme habe ich schon öfter gesehen. Aber ja. Ivan, Sportteam, also es gibt auch so Firmen und so. Ja, ja. Also, pass auf, ich gehe zu dieser Schaffnerin, sagt, ich würde gerne. Zugworkerin, ja. Zugworkerin, ich sage, ich würde gerne mit dem Zugführer sprechen. Mhm. Und sie meinte so. Warum? Sie meinte so, also sofort so, ist ja keine normale Anfrage. Genau.
sie war so, genau, warum? Und ich war so, ja, schon, wir haben die gleichen. Nummer vom GSG 9 unter dem Tisch gewählt. Ja. Ja. Die drückt so einen Knopf. Aber so richtig schnell und aggressiv. sie meinte so, ich war so, wir haben den gleichen Namen. Wir haben den gleichen Namen. Und sie dann so. Hast du wirklich den ehrlichen Grund gesagt? Ich habe gesagt, wir haben den gleichen Namen. Und sie war dann so, ja, also sie war dann so, also normalerweise nur so in Ausnahmefällen kommt jetzt. Sie hat mir wirklich dieses Prozedere. Sie war so, ey, wirklich nur, wenn irgendwas heftig technisches oder irgendwas, also irgendwie Notfällen, irgendwie, keine Ahnung. Das würde ich mich straight up nicht trauen, ne? Aber wann kriege ich denn nochmal die Möglichkeit? Aber ich in meinem Fall, ich würde mich aber nicht trauen. Ja. Wieso nicht? Du kannst nicht so aussehen wie ich und verlangen zu sprechen. Ja. Ich habe denselben Namen. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Das ist ein solider Punkt. Ja. Hast du ja auch gesagt, ey, ganz kurz, Schatz, nee. Mein Leben ist ein Rausch. Also, ja. Das ist ja so eine intensive Frage. Ich war in der Ekstase gefangen. Das glaube ich. Bitte sag mir, dass der Typ irgendwie Christian Stumnitz pass heißt auf, oder sowas. So ganz auf. Anders. Genau. Sie sagt so. Ist ein junger Typ, ist ein ganz lieber, ich kann mal fragen, aber ich kann nichts versprechen. Gott. Ist die Tür aufgegangen und das warst du in der Uniform? Ohne Witz, ich bin auch ganz so richtig. Ja, und ich bin da und dann kommt sie zu mir wieder und sagt so, wir halten in Krefeld irgendwas und da ist ein bisschen Umstiegszeit, da können Sie nach vorne und kurz guten Tag sagen. Mhm. Und dann warte ich bis... Du bist wie so ein Sechsjähriger, der eine schwere Krankheit hat. Ich dachte vielleicht auch, vielleicht stimmt was nicht mit dir. Ja. Dieser arme kleine doofe Junge. Ich bin, ich bin nochmal kurz ins Bad. Also ich habe mich wirklich nochmal so, weil ich war wirklich fertig. Ich sah fertig aus. Hast du nochmal schön gemacht? Ah, schön gemacht, weil ich wusste auch nicht so, wie er aussehen würde. In meinem Kopf dachte ich so, ey, vielleicht sieht er mir irgendwie ähnlich. Weil irgendwie, vielleicht ist, ich glaube, man ist irgendwie, der Name macht, ist schon, ich glaube, wir unterschätzen, wie viel Macht der Name über einen hat. Man, ja, 100%. Weil oft trifft man so, ey, 100%. Ja, du siehst auch aus wie eine Laura zum Beispiel. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, dass der Name auch zu einem... Ja, das habe ich öfter gehört, als mir lieb ist. Ja? Du siehst doch aus wie eine Laura. Wie eine Laura. Ja. Das ist wirklich unangenehm. Ja. Also, dass du mir den Bart gekrault und gesagt, heute bist du meine Laura. Heute bist du. Nee. Sollte weniger am Neuen auf Platz rumhängen. Ja, okay. Ja, da wird man schnell Laura genannt. Ja. Ist der Nolli. Ich gehe hin. Ich war auch schon irgendwie... genau, ich gehe durch die erste Klasse und ich hatte das Gefühl, so, es ist so irgendwie, ich weiß nicht, ich war aufgeregt. Auf jeden Fall komme ich da rein. Es ist wirklich eine Rom-Com jetzt geworden. Und die macht die Tür auf. Er ist erstmal voll krass, das erstmal zu sehen, also voll nice. Das schon allein wert. Ich gerade versuche, also die Enttäuschung nicht so. Auf jeden Fall, Jonas, also ich wünschte, du hättest es nicht gesagt, weil er hatte natürlich einen anderen Namen und er hieß... Aber John Claude. Also, wie in John Claude Van Damme. Er hieß, also nicht mal ansatzweise Ivan Thieme, sondern John Claude. Und hier ist diese unglaublich, also es ist eine filmreife Dynamik, die da entsteht. John Claude denkt, ich bin John Claude. Ja. Und er, ich sehe so auf sein Schild, ich war so, John Claude, ich war so, ach du Scheiße, weil er hatte genau den gleichen Enthusiasmus, den ich hatte, als ich dachte, er ist Ivan Thieme. Oh, der hat jeden Jean-Claude Van Damme-Film gesehen. Ja, ja. 100%, der will sofort mit dir darüber reden. Genau. Und das ist das, worüber Jean-Claude reden, wenn sie sich treffen. Ja, Jean-Claude Van Damme. Und ich musste, natürlich. Ich krieg wieder Gänsehaut, weil das war krasse. Das ist eine krasse Situation, weil ich musste plötzlich freestylen. Für die nächsten 2 Minuten war ich Jean-Claude. Ja, aber hieß er Thieme? Nee, Jean-Claude, also. Aber das ist ja nur ein Vornamen. Nee, Claude, also mit, also ich weiß nicht. Das ist nicht dein Ernst. Claude war sein Nachname? Ja. John? Irgendwie. Claude. Also John war genau und Claude war sein Nachname, ja. Also das stand auf seinem Namensschild. Also C-L-A-U-D-E, Das Französisch. War genau, Französisch, aber ich weiß nicht genau, in welcher, also da war, ein Buchstabe war weird. Also auf jeden Fall. Und er ist also so richtig gut gelaufen. So, ich weiß nicht. Ich glaube, der Zugführer hat ihn geprankt. Nee. Er hat so ein Schild genommen. Und über Thieme geklebt und war so, jetzt bin ich Jean-Claude. Ich weiß es nicht. Also das ich glaube nicht, dass der dich geprankt hat. Auf jeden Fall. Ich glaube, der dachte wirklich. Ja. Genau. Keep on going. Also ich habe mir noch vorstellen können, dass der Zugführer in der Nacht davor im Quatsch Comedy Club war und er ihn erkannt hat, als er zum Zug gekommen ist und aus Spaß gesagt hat, hey, ich bin Ivan Thieme, um ihn zu trollen. Wow. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ist auch ein junger Typ. Das war so, glaube ich, frisch gerade. Das ist nicht so blöd. Das war wirklich ist nicht unmöglich, ne? Das ist nicht unmöglich. Aber wenn er es nicht aufgelöst hat, ist es weird. Ja, ja, ja. Also dann...
Nee, dann ist es besser. Ja, dann ist es besser. Weil er seinen Kopf kaputt gemacht hat. Er guckt jetzt gerade diese Folge und ist so, oh ja. Und zwar live. Oh ja. Yeah. Und der meinte dann so auch, französische Wurzeln. Und dann musste ich wirklich dann so, ich war so, nee, habe ich angehalten. Also habe ich so wirklich übernommen den Namen. Also ich habe quasi meine Story gefaked. In Moment, du hast den Namen, das heißt, du hast so getan, als wärst du verheiratet. Nee, nicht verheiratet, also dass ich den von den Eltern bekomme. Also quasi, ich habe quasi, wie ein Franzose. Wie ich jetzt Time bekomme, die Story habe ich gespielt mit, für Claude. Ja. Aber Jean muss ja trotzdem gehießen haben. Genau, also genau, Jean. Ja. Und er war so, ja, seltene Kombi. Ich war so, du, also ja. Aber warte mal, Jean-Claude ist keine seltene Kombi. Das ist der Standardname der Franzosen. Na, aber nicht, wenn es wirklich stimmt, dass das Vorname Jean und der Nachname Claude ist. Ja. Ich glaube, dann wird es wirklich selten. Ich glaube auch vielleicht hier dann eine seltene Kombination, die man so nicht bekommt. Ja. Also, meint ihr, er ist der französische James Bond? Nur bei ihm, er sagt halt nicht so Bond, James Bond. Er sagt so Jean-Claude. Claude ist der Letzte. Ja. Was glaubst du, warum du das so falsch gehört hast? Glaubst du, Jonas hat recht und du wurdest geprankt? Oder warst du einfach nur so halb wach? Ich war mir so sicher. Ich habe wirklich eine Eins auf Hören, auf ich habe Listen-Check gemacht. Du hast wirklich critical fail. Ich habe Eins und ich bin da trotzdem rein. Ja. Was könnte er gesagt haben, was so klingt wie Ivan Thieme? Ich glaube, kein irgendwas Name in, ist. Irgendwas in der Ansprache. Aber wenn er sagt, mein Name ist, oder hier ist für Sie, ich bin. Mein Name ist. Wir gehen in die Tiefe, wir immer Teamer. Ich weiß es nicht. Normalerweise sagen die doch auch nicht ihren Namen. Doch, die sagen immer ihren Namen. Manchmal schon. Ja? Doch. Ja, ich hab das nicht so immer. Wie Piloten. Ja. Aber sagen die dann meist nicht nur ihren Vornamen? Nee, die sagen ihren Nachnamen, wenn. Das ist nicht so, hey, ich bin hier, Partymatze, wup, wup, wup. Nee, das ist im Bus. Ah, okay. Das ist M41. Ja. Ey, ich bin da quasi maximal verwirrt wieder raus und habe mich dann hingesetzt und war so, ey, ich freue mich auf die Reaktion. Wenn er nach deinem Ausweis gefragt hätte. Ey, das war wirklich meine... Oh mein Gott. Und dann musst du ihm den zeigen. Oh mein Gott, nachdem du fünf Minuten lang so getan hast. Wie wird dein Nachname geschrieben? Wirst du genauso wie meiner geschrieben? Ich war so, ey, zum Glück war es nicht. Ey, ich habe mein Portemonnaie verloren. Komm, wir machen ein Insta-Bild mit unseren beiden Ausweisen zusammen. Sag mal, ist die Zugworkerin danach noch zu dir gekommen und war so, und wie war's? Oder hat sie das dann weggegeben? Die war dann, ich habe mich dann bedankt bei ihr, dass sie mich dann nach vorne gebracht hat, habe mich dann wieder zurück hingesetzt und habe sowas von geschwitzt. Das war wirklich. Also ich vor allem danach pennst du auch erstmal nicht mehr ein. Ja. Aber es ist die alte Lektion, ne? Nie mit Leuten reden. Wenn man nicht unbedingt muss. Mann, aber ich aber es ist eine gute Story. Ich würde ja, also weiß ich nicht, auf jeden Fall. Hatte ich dann so auch eine gewisse Überheblichkeit, muss ich sagen. Natürlich, ich du bist so, auch, ist jetzt auch mein Zug. Es ist auch Zugführer. Und ich weiß nicht, ich hatte tatsächlich... Was? Keine Logik. Ich hatte eine separate Geschichte, die ich dann... Also ist immer auch neben dem Zug passiert. Du hast Zigarren geraucht. Nee. Also, ja, genau. Nee, ich hatte quasi... Und da wollte ich fragen, ob ihr das unhöflich findet, was ich gefragt habe. Also jetzt unabhängig Story. Bitte? Und zwar, ich hatte Eistee dabei. Ja. Ich habe den vergessen, über Nacht im Hotel zu kühlen. Ja. Und wir wissen, Eistee ist gekühlt besser, würde ich sagen. Ich würde sogar sagen, warm, borderline untrinkbar. Ja. Der war halt warm. Hm? Und da ist ja... Mein Zug ist. Ja. Nee, natürlich nicht. Aber ich bin zum Gastro, zu diesem Gastro-Waggon. Diese Goldkette macht was mit ihm. Lass dir dein Geburtsrecht nicht wegnehmen. Ja. Ich bin zu diesem Gastro-Waggon gegangen und war so, hey, komische Frage. Ich habe hier zwei Eistee-Flaschen. Die sind warm. Wäre es möglich, einfach für eine Stunde, weil wir fahren ja drei Stunden, wäre es möglich für eine halbe Stunde, wenn es keine Umstände macht, ich habe es sogar recht höflich gemacht, zu kühlen. Und die haben Nein gesagt. Oh, interessant. Ja. Also ich sag mal so... Warum hast du nicht nach einem Becher mit Eis gefragt? Stimmt. Guck mal, deswegen bin ich nicht Zugführer. Deswegen bin ich wüsste nicht, dass das dein Go-To ist, weil mein Go-To wäre einfach zu sagen, hey, kann ich einfach nur einen Becher mit Eis haben? Geht das? Die hat mich ein bisschen pumpig angemacht. Ich war kurz davor, das war danach, die Karte auszuspielen. Ich habe gerade mit dem Zugführer gesprochen. Ich bin Jean-Claude. Leute, ich bin der Zugführer, Ivan Thieme. Und die sind so, what? Also ich find's weirdly nicht so weird, weil ich habe ja schon im Podcast mal darüber geredet, ich bin ja großer Fan des Bordbistros. Ja. Das ist ja für mich 90% des Spaßes, ICE zu fahren, ist das Bordbistro. Und ich habe sehr gute Erfahrungen im Bordbistro immer gemacht. Normalerweise sind die Leute, die da arbeiten, immer sehr nett. Ja. Deswegen hätte ich, glaube ich, auch
Hier wahrscheinlich aber auch eher nach Eis gefragt, ja. Aber wenn mein Kopf in deine Richtung gegangen wäre, hätte ich auch easy gefragt. Weil im Bordrestaurant sind alle mal nett. Ja, ja, das war irgendwie so, das war so jemand, der hat schon. Aber nicht vergessen, das ist auch eine frühe Schicht gerade. Ja, ja, ja. Die sind auch noch Mütchen. Ja, ja. Du kommst gerade zu die Mütchenschicht. 14 Uhr sind die auch so. Fuck it. Aber ich muss sagen, also, ach man, Deutsche Bahn ist so eine Neverending Story. Hm? Ich hatte auch eine komische Hinfahrt, weil also ein Brand musste zwischen Spandau. Und also einfach, du konntest nicht aus Berlin raus, weil es hat gebrannt auf der Strecke. Mhm. Und, also eigentlich wie immer. Also, das klingt wirklich noch nicht so. Um Berlin herum brennt es auch quasi. Also deswegen, wenn du erstmal nach Berlin musst, ihr hier nicht hinzieht. Die, genau. Feuer haben wir gelegt. Verpisst euch. Krass. Das war der längste Tag deines Lebens, als du diese Ölspur gelegt hast. Oh, einmal, war ich einmal, müde. Einmal um Berlin rumgelaufen, ganz langsam. Was glaubt ihr, wie viele Kilometer sind das um Berlin? Oh, das ist riesengroß. Das wird richtig Berlin viel hat sein. So eine große Fläche. Oder? Ich würde sagen. Und der Umfang, wo machst du die 80, Trennung? 80 bis 100 Kilometer? Hätte ich jetzt auch gesagt. 80 bis 100 C-Bereich. Ja, ja, ja. Das ist schon mit dann wahrscheinlich noch mehr. Wenn wir in C-Bereich sogar inklusive gehen. Inklusive des C-Bereichs oder am C-Bereich, wenn er anfängt, machst du eine Grenze? Inklusive. Da sind locker 100. Da bist du ein paar Tage unterwegs. Wenn du hätte ich jetzt auch das Gefühl, ne? Ja. Ja. Ihr Mathe-Freaks da draußen, mach doch mal Mathe. Du brauchst auf jeden Fall Hilfe, weil ich glaube, du musst das Öl dann sofort, also du brauchst jemanden Zweites, der das so vorher dann direkt auch macht, glaube ich. Ja, ich brauche, glaube ich, ein ganzes Team. Du brauchst quasi ich muss das gut Problem organisieren. Ist, wenn du einmal rum bist, dann ist das Öl wahrscheinlich schon so halb versickert an vielen Stellen. Nee, du musst richtig viel Öl. In meinem Kopf. Vor allem, wie oft musst du Öl holen gehen, damit du weitermachen kannst? Ich brauche eine Person, die immer frisches Öl hat. Du hast Benzinkanister und bist so, oh, das dauert, Leute. In meinem Kopf bist du auch so, gehst du dann, so hast du die Öl, wirklich, bist du angekommen und dann gehst du quasi wie so in einem Mittelalterfilm, nimmst du dir so einen Bogen und machst da dir so ran und schießt dann und dann verschwindest du in den Wald rein und siehst einfach, wie die... Trifft nicht, nochmal, trifft nicht, nochmal, trifft nicht, nochmal. Natürlich. Anstatt einfach ein Feuerzeug zu nehmen oder so ein Streichholz. Der Lokführer muss ja mal sagen, was Sache ist. Warum geht es ja nicht vorwärts? Ja. Und manchmal, glaube ich, die erfinden auch Sachen. Ja, glaube ich auch. Weil erst habe ich nicht geglaubt, ist dass, ja es nur psychologisch. Dass es Feuer war. Manchmal, ich glaube manchmal... Ey, ganz ehrlich, ich glaube auch manchmal ganz, nicht an Elemente. Ganz oft ist es auch so, ey, ja, ich bin zu spät zur Arbeit gekommen. Das nie habe ich das gehört. Wenn die das sagen würden, hey, ey Leute, ich habe verpennt, sorry. Ja, ich bin echt Mütchen. Würde es erstens, es ist sehr sympathischer, ehrlicher. Nee, Ivan, niemand will hören, dass derjenige, der gerade den Zug fährt, Mütchen ist. Keiner möchte, dass der Zugführer schon zu spät zur Arbeit kommt. Ja. Weil dann... Das ist so ein Beruf, da will es keiner. Du willst ja auch nicht hören, dass der Pilot gerade irgendwie einfach. Der Pilot soll ja auch nicht sagen, hey, ich gehe gerade durch eine schwere Trennung. Ja. So ist es für mich ja auch. Leute, ich habe Depression, ich komme schwer aus dem Bett morgens. Auf jeden Fall. Und ich will auch heute nicht zurück ins Bett, also von daher guten Flug. Das möchte ich auch nicht. Auf jeden Fall war der so eine Durchsage mitten beim Flug so, können wir nicht einfach für immer hier oben bleiben? Wäre es nicht schön, wenn wir einfach Engel, wären? Was ist denn da unten? Ja. Was ist denn da und unten? Dann lässt er kurz so fein so, oh, reingelegt. Oh, got you. Ich dachte, das war... Ey, also der Zugführer war auch, hat für mich einen sehr jungen Eindruck gemacht. Der war so fasziniert von Feuer. Er war so, wie so ein Sprecher in den 30ern bei so Fußballfilmen, wo es keinen Fernsehen gab. Und er war so, es ist ein Feuer zwischen Spandau und was auch immer ausgebrochen. Und die Feuerwehr ist jetzt dran, das Feuer zu löschen. Er hat so richtig draus einen Film gemacht. Also, wir kennen so, alle das Spandauer Inferno. Von 2022. Spandauer Inferno ist wirklich, glaube ich, eine League of Legends Gruppe. Es klingt eher wie eine Hooligan-Gruppe. Ja. Auf jeden Fall. Ah nee, Inferno Cottbus war eine Hooligan-Gruppe. Auf jeden Fall hat er sich dann voll verrannt in diesem Feuerdenk. Aber so, das Feuer ist erloschen und dann halt, konnte er es irgendwie nicht formulieren. Aber so, also die Feuerwehr hat das dann gelöscht. Das war so richtig schlechtes Timing. Und er hat so, alle haben gelacht. Das war so wirklich, das war wirklich gut. Meine Taktik ist eigentlich meint ihr, das hört man? Also wenn ihr da vorne in der Kabine sitzt, die Tür ist zu und ihr macht die Durchsage und der gesamte Zug lacht, hört man das dann? Ja, ich glaube schon. Ah, dann müssen die schon ganz schön laut lachen, weil das Ding ist schon ganz schön dicht. Ja. Ich glaube auch. Ja. Und es aber gibt, ich glaube, er weiß, dass er gebombt ist. Ja, manchmal hört man ja auch die Stille. Ja, genau. Also das war wirklich perfekt. Oh, wenn ihr Zug... Wir kennen Leute, die bei der DB arbeiten, fällt mir gerade ein. Aber sind die Zugführer oder Zugworker? Zugworker, glaube ich. Okay. Und innen.
Zugworkerinnen. Wenn ihr, aber vielleicht wisst ihr das trotzdem, ja. Hören die Leute, ist es so schallisoliert, weil man ist ja auch vorne in diesem Cockpit und da ist wahrscheinlich ziemlich laut. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich wird es da auch laut sein. Wenn man nicht gute Isolation hat. Also hören die das, wenn Leute hinten zum Beispiel laut krakeelend lachen oder, das würde mich wirklich interessieren. Was mich interessieren würde, was glaubt ihr, wie krass die da drin Podcast und Musik hören? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du die ganze Zeit, du guckst ja nur nach vorne. Ja. Du guckst ja nur nach vorne. Und dann gibt es ja auch kein Links, es gibt ja kein Rechts. Es gibt ja nur, es geht ja nur nach vorne, aber wie in meiner Karriere. Ich glaub, das ist ja so, so ist ja Zugfahrt. Ich glaube, du musst die Geschwindigkeit immer wieder anpassen. Aber kannst du dabei nicht Podcast hören? Passt so die Geschwindigkeit an? Ja, was ist das? So ein DJ. Nee, also Podcast hören kannst du easy, klar. Das ist ja wie LKW-Fahrer oder so. Glaubt ihr, das ist erlaubt? Nee, ich glaube nicht. Glaub nämlich nicht, dass. Glaube, die sind da sehr streng. Die haben doch auch immer diesen einen Knopf am Übrigens, Fuß, den die alle 30 Sekunden drücken. Die Zugführer müssen. Sind auch besser, also wesentlich besser gekleidet. Also die haben nochmal so krassere Hemden und so Jackets und so. Ja? Ja, ja, die sind nochmal. Wenn der rauskommt, die sieht man selten. Aber wenn der rauskommt, der hat manchmal auch so eine Krawatte und so. Also es ist so, wenn jeder so. Ich hätte das gerade so gesagt, das ist eine Krone. So ein Krönchen. So eine H&M-Krawatte für 5 Euro. Einfach die Krone ist so ein Zug, der im Kreis fährt. Ja, ja. Einfach so ein Modellzug ja, zusammengesteckt. Genau, und so. Das Kreis oben drauf. Ja, ja, ja. Das finde ich, ey, wenn ihr bei der DBA, sagt uns mal, ob das stimmt, ob die was hören und so weiter, ob die Podcasts hören, weil dann könnten wir da in das Game reinkommen. Ja. Da machen wir so ganz viel Zugführer-Content. Ja, ja. Was glaubt ihr, wie viele Zugführer es gibt in Deutschland? Schon ein paar tausend, oder? Es gibt viele Züge. Zählt die Ringbahn als Zug, ja. Das sind auch... Ich glaube, die müssen aufpassen, die können keine Mucke hören. Da würde ich nämlich auch sagen, das ist was anderes, weil also, die sind in der Stadt... Die können nur zwischen Sonderlee und Treptower Park Mucke hören. Das ist diese 2-Minuten-Station. Obwohl, stimmt. Da geht's noch, aber... Vielleicht irre mich, aber habt ihr nicht mal S-Bahn-Fahrer gesehen, die Kopfhörer drin hatten? Ich glaube schon. Ich kann mich nicht erinnern. S-Bahn-Fahrer zu sehen, das ist ja so ein bisschen wie das Alte. Hast du je eine Babytaube gesehen? Doch, S-Bahn-Fahrer sieht man auch, wenn die reinfahren. Also man sieht doch... Stimmt, manchmal sieht man, wie die sich tauschen. Aber da sehe ich die nicht bei der Arbeit. Ja. Da sehe ich so, dass das ein Herbert glaube, sagt dem anderen Herbert, die müssen ich bin ja dran. Wir können da nicht drüber weggehen. Eine Babytaube, darüber habe ich ja noch... Das ist wirklich interessant. Ja, das ist so ein Ding, das Leute... Ich habe das irgendwann mal im Internet gelesen, so dieses... Da gab es irgend so einen Thread von wegen Dinge, die es geben muss, aber die man nicht sieht. Ja. Und eins ist ja eine Babytaube. Es muss ja Babytaube. Also ein Taubenküken. Genau, es muss ich, ja geben. Habe ich schon mal gesehen. Ja? Mindestens mal auf Bildern. Das ist ja eine Babytaube. Ja, weil die nisten ja oft auf so Fenstersimsen und so. Ja, okay. Da gibt es schon Bilder von. Aber was ich interessant finde, es gibt keine Teenage-Tauben. Es scheint nur so erwachsene Tauben zu geben. Also keine Tauben mit Undercut, die rebellieren. Die Tektonik tanzen. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ja. Nee, aber du hast recht, es gibt keine so halbfertigen, nee. Oder man sieht die irgendwie nicht. Nee, wenn man eine Taube sieht, ist sie schon dieses fette Bordsteinmonster. Ja. Es gibt ein bisschen so schlankere, wo ich denke, ah, das ist vielleicht das so sind die Loser. Nach einem Jahr oder so. Oder sind so Hipster-Tauben, keine Ahnung. Aber die nur bei Veganen lebende Müll suchen. Aber was ist denn unser Bezug zu Tauben? Schon Bahnhöfe, ne? Überall. Ja? Aber hauptsächlich doch schon an Bahnhöfen, oder? Also ich finde, man sieht die überall in Berlin. Also jetzt, wenn ich zum Beispiel durch ein Wedding laufe und ich gehe immer nur spazieren, da landet nicht vor mir eine Taube. Ja. Wenn ich im Gesundbrunnen bin, dann warte ich mit denen auf den Zug. Was machen die? Dann sitzen die so neben mir. Fliegen die auch nicht, die taumeln da einfach nur durch. Was machen Tauben im Winter eigentlich? Die überwintern hier. Echt? Ja, bleiben die hier? Ja. Ich glaube, Tauben sind nicht mal ein keine... bisschen südlicher, so... Ja, was ist ein bisschen südlicher? Das ist halt die Frage. Kaiserslautern, oder? Wie funny wäre das denn, wenn alle Tauben mit Kaiserslautern überwintern? Ja. Nein, die haben echt billige Mieten da im Winter. Ich weiß nicht, weil das sind für mich keine Langstrecken. Nee, die wirken nicht so, als würden die lange fliegen, ne? Ja. Das glauben wir aber auch nur, weil wir die so viel laufen sehen. Ja, aber das ist ein Fehler, weil Tauben waren ja Brieftauben ursprünglich. So haben wir die deswegen gibt es so viele von Punkt. Denen. Wir haben die verwendet für Langstreckenkommunikation. Solider Punkt. Tja, was machen wir jetzt? Deren Ruf ist auch ganz schön zugrunde gegangen, oder? Weil ich glaube, als es noch so Brieftauben gab, bei uns im Nachbarndorf gab es auch einen Taubenzüchter, der hatte so einen riesigen Taubenschlag. Das war wirklich ein riesiges Teil und der hat die Viecher geliebt wie sonst was. Tauben haben halt schlechtes Reputations wegen so Krankheiten und so bekommen, ne? Aber war das schon immer so? Ich habe das Gefühl, seitdem wir eher so in Berlin, so die auf Bahnhöfen und so, ich glaube, da ging es bergab.
die sind einfach von neuer Technologie überrollt worden. Das ist ja immer so. Mhm. Ne? Es gab den Buchdruck. Ja. Nee, erstmal wurde nur geschrieben, dann hatten Leute einen Job als Schreiber. So. Ja. Und dann kam der Buchdruck und dann gab es die nicht mehr, weil es ist so, alle Buchdruck waren. So, jede Taube am Bahnhof hat immer die eine Story, wie die ihren Job verloren hat. Ja, mein Opa, der hat noch gearbeitet. Ich würde ja auch arbeiten. Ich würde. Aber, damals wurden wir noch gezüchtet, dann wurden wir getötet. Ja. Nicht mal das geht mehr. Ja. Twitter hat ihnen alles weggenommen. Oh, das wäre geil. Aber ich muss gestehen, ich mag die auch nicht. Ich weiß, dass ich die nicht mag aufgrund von Vorurteilen. Ja. Das ja. weiß man ja plus manchmal. Es gibt aktiv. Graue und helle Tauben. Ich finde die alle nicht schön. Aber wir hatten es ja schon mal, ich mag auch oder Vögel. Oder vielleicht war es einfach nur schmutzig. Ich weiß gerade nicht. Ich weiß nicht. Ey, ich war gestern nach der Show, habe ich mit Alex noch was gegessen. Und wir beide mussten pinkeln am Boxi. Und waren einfach also am Boxi an der Seite gestanden und gepinkelt. Und zusammen gepinkelt oder abwechselnd? Naja, wir haben jetzt nicht gegenseitig einen Pullermann gehalten. Ich hasse das ein bisschen, ne? Was? Das. Leute, die schiffen einfach aber warum? So am Boxi. Weil am Boxi ja sind pullern. Eine Million Bars. Du kannst einfach in eine Bar reingehen und sagen, hey, kann ich mal aber ich musste richtig doll pullern. Ja, das kam ja auch nicht plötzlich. Aber ich konnte nicht mehr, doch. Dann war, hast du ein schlechtes... Man plötzlich pullern. Dann hast du ein schlechtes... Wall und so. Du kannst einfach dann The Wall. Aber manchmal muss man plötzlich pullern. Dann brauchst du ein besseres Blasenmanagement. Ja, ja. Ich habe kein gutes Blasenmanagement. Ja. Ich hab so eine kleine Mäuseblase. So eine Taubenblase. So eine Taubenblase. Hast du ein Transplantat? Ich hab mir eine hast Mäuseblase. Hast du einen Unfall gehabt? Da hab ich gesagt, ich habe noch 12 Euro, was kriegen. Normalerweise geben wir den Leuten eine Schweineblase, aber wenn sie eine Taubenblase haben wollen, können wir das was auch machen. Was machen wir jetzt? Schöne Mäuseblase. Mein Punkt ist einfach nur, ich stand dann da am Zaun und hab kurz gepinkelt und ich fange an zu pinkeln und vor mir bewegen sich auf einmal 15, 20 Ratten. Und ich war so, das finde ich nicht gut. Ja. Ich habe kein Problem mit Ratten irgendwie. Das war so ein Tier, was ekelt mich eigentlich nicht so an. Aber wenn ich da pinkel und die bewegen sich, war mein Kopf sofort so, die beißen dir gleich in den Schniedel. Ja. Ich weiß nicht, machen warum, sie auch. Aber ich hatte so dieses eine, spring gleich hoch und beißt in meinen Schniedel. Nee, wirklich, das ist ein, also die greifen das an. Das ist wirklich so. Die greifen Schniedel an. Ja. Warum greifen die den Schniedel an? Weil sie wissen, dass die großen Tiere da empfindlich sind. Die haben ja extrem gute Nasen. Das ist kein Witz. Aber meiner war richtig geputzt. Mann, Jonas, ich bin schon so oft verarscht. Das ist nein, ich habe manchmal das Problem, dass ich jetzt nicht mehr glaube. Über dieses Lachen danach. Genau. Also, ja. Jetzt soll ich dir glauben, dass die in meinen Schniedel beißen, also, weil der ein bisschen, der hat doch gut gerochen. Von den Theorien, die du uns gesagt hast, dass die absurde Schlimmste ist. Nein, ist es nicht. Wo würdest du angreifen, wenn du ein kleines Tier wärst und du hättest nur eine Chance, deinen Gegner auszuschalten? Hier. Im Herzen, mit gemeinen Kommentaren. Ja, aber können Ratten so hoch springen? Nee, die klettern hoch. Die sind ja sehr gute Kletterer. Ich glaube, die können sogar auch springen, oder? Die können also auch nicht schlecht springen, aber ich glaube, Klettern sind sie absolute Meister und die stimmt, klettern schnell halt das auch geht. Durch dein Hosenbein hoch. Ich glaube auch, das du hättest verloren, wären die auf dich losgegangen. Ja, ich. Bei 15 Ratten gehst du nämlich auch schnell in Panik, glaube ich. Ja. Weil dann hast du die so an dir und die beißt und ist so richtig Gas. Ratten, wenn sie jetzt, wenn sie sich organisieren würden, wenn Ratten jetzt so eine gute Gewerkschaft hätten, die könnten Berlin übernehmen. Hundertprozentig. Ja. Weil wir in Berlin, wir haben ja auch nichts mehr in uns. Ja. Wir sind ja so, zahl die doch jetzt die Miete. Ja. Zahlt sie doch ein. Ja. Und mal gucken. Und dann müssen die Ratten arbeiten gehen. Ja. Und dann haben die auch schnell keinen Bock mehr. Ja. Und in Friedrichshain werden alle so, dann macht ihr ab jetzt die Amateur-Pornos. Das ist doch egal. Ja. Der Gedanke, dass eine Schweiz Junge, eigentlich... hätten die schnell keinen Bock mehr auf unser Leben. Ja. Das wär, könnt ihr euch eine Ratte beim Seufzen vorstellen? Ja. Und wir sind alle so, und ab jetzt macht ihr die Open Mics. Irgendwann, wir kommen nur noch für die Spots. Wir waren hier gar nichts mehr. Irgendwann siehst du so eine Ratte pinkeln und 20 Menschen laufen so lange. Ich will eine Ratte eine Show hosten sehen. Ja. Ja. Aber Ratatouille kann schlechter Film, muss ich sagen. Du, ich hatte ja auch so ein paar Freunde. Die haben das, ja, die, ich glaube. Wo geht dieser Satz hin? Ratatouille, guter Film. Mhm. Und ich hatte auch ein paar Freunde, die eine Freundinnen. Ratte auf dem Kopf hatten. Ich hatte hauptsächlich Freundinnen und es gibt ja, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Frank Pürcek, ich hatte hauptsächlich Freundinnen. Wenn man so sehr, 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 sehr linke Mädels, super links und noch ein bisschen jünger, die haben gern mal eine Ratte. Ja. Die haben gerne mal eine Ratte. Ja, und nennen sie Lucy. Ja. Oh ja. Und daher kann ich das ein oder andere Rattengirl. Das ist die Rebellion gegen das Spießertum, indem man etwas tut, was alle anderen auch als Rebellion gegen das Spießertum gemacht haben. Exakt. Und die hatten dann manchmal Ratten, aber die Ratten fand ich nie schlimm. Ja. Das war jetzt, wenn ich eine Ratte gesehen habe, wenn ich da so Lucy gesehen habe, wie die um so den Hals geht. So eine saubere Hausratte. Das fand ich nicht so eklig, muss ich sagen. Fand ich Tauben ein bisschen ekliger. Viel kleiner und filigraner als so eine Straßenratte. Manchmal waren auch schon ganz schöne Brummer dabei. Ja, ja. Ja, schon ganz schön. Faddies?
Ja, und der, vor allen Dingen manchmal überraschend lang eher. Wo man sich denkt, oi, 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 das ist aber auch wirklich... Eine Ratte, die man rollen kann. Eine Ratte, die man rollen kann. Ja. Rollatui, du sag ich da nur. Ich habe neulich eine Ratte schwimmen sehen. Ich bin so an der Spree lang gelaufen. Auch gute Schwimmer. Ja. Gute Taucher. Ich kann alles. Und ich sehe da so, es war dunkel schon, aber ich sehe halt was durch die Reflexion des Lichts. Du, die einzige Schwäche, die Ratten haben, ist Grafikdesign. Grafikdesign. Das ist wirklich nicht ihr Denken. Die haben kein Auge für Bildkomposition. Die haben keine guten Augen. Die haben einfach keine guten Augen. Achso. Nee, die können es nicht sehen. Die wissen ja, blau und gelb geht das zusammen. Auf jeden Fall. Also ich sehe die Ratte und ich wusste nicht, dass Ratten, also ich habe noch nie da bis dato eine Ratte im Wasser gesehen. Ja. Und ich war so, was ist denn das? Weil das ist von kein Otter, kein Biber, keine Ente. Und ich war so, keine Ente, das war das Dritte, das ist eine Ente nächstes. Nee, was könnte noch in Berlin im Wasser sein? Ja, kein aber ich finde gut, dass nach Otter und Biber, dann muss es eine Ente sein. Ja, aber dass es eine Aufzählung wenigstens ergibt. Auf jeden Fall war ich so, ah krass, das ist eine Ratte, die da wirklich, aber auch mit einer Wucht, also gegen den Strom auch, also beeindruckend. Finde ich auch, beeindruckende Tiere, muss ich sagen. Sehr, sehr beeindruckend. Man müsste quasi David Attenborough, das war doch dieser berühmte Naturforscher, der auch diese Dokus, man müsste die so Ratten, also man müsste so richtig räudige Ratten so abdokumentieren in Berlin und er müsste das trotzdem so mit Naturforscherstimme. Mit dieser Hingabe. Jetzt gibt's? Ja. Ah, schade. Also ich weiß nicht, ob es von ihm das speziell gibt, aber es gibt's auf jeden Fall. Gab's nicht auf Netflix eine Doku, die hieß Rats? Ich glaube ja. Und abgesehen davon gibt's, als ich mit Ratten gearbeitet habe, musste ich mir mehrere solche Sachen angucken, als weil mein Prof gesagt jeden hat, Morgen, ich muss mich jeden auskennen. Mittwoch Couscous Comedy. ja, das ist auch. Die Berliner Comedy-Szene ist auch ein Rattenhaufen. ich fand's ganz interessant, weil es gab eine Doku, da hat einfach jemand eine Nachtsichtkamera auf einen Müllcontainer New York gerichtet, der so in so einer Gasse war und der wusste, dass da Ratten leben, dass da eine Kolonie ist und die haben einfach über ein Jahr hinweg das Leben dieser Kolonie an diesem Müllcontainer verfolgt. Interessant. Und es war ganz interessant, es war so ein bisschen deren The Office. So, also welche Ratte ist hier der Chef? Wer versucht hier immer seinen Joke zu machen und landet nicht und so. Ey, aber was ist nochmal, was ist Raccoon auf Deutsch nochmal? Waschbär. Die sind für mich so, uiuiui, die sind so für mich so. Nee, die mag ich. Die sind so. Da erkenne ich mich wieder. Es gibt, die sind so wirklich Gauner. Also so, so wirklich, also die haben sich wirklich also am ehesten noch an uns gewöhnt, was so. Aber Ratten auch. Ja. Und Tauben auch. Ja. Warum gibt es eine Milliarde Tauben an Bahnhöfen? Weil die wissen, dass wir da Essen hinwerfen. Ja, Waschbären sind ja ganz neu in Deutschland. Die sind seit dem Zweiten Weltkrieg. In Deutschland habe ich die ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen. Doch, die gibt's richtig. Ja. Gemeins und so, ist richtig überlaufen mit Waschbären. Kein Scheiß. Ja, schon lange. Die haben halt so ein die sehen halt, also ich finde, die sehen cute aus, aber ich habe das Gefühl, die sind immer irgendwie so gewieft. Die haben immer was. Die sind wie der Wedding. Ja, die sind, also wirklich, die sind so. Ey, die sind nett, solange du nett bist. Die haben immer noch. Aber wenn's, so, wenn du nicht nett bist. Die haben wirklich immer so ein. Die haben auch eine gewisse offensive Art an sich. So eine Folie mit so Formularen drin, die sie irgendwo abgeben müssen. Immer. Ja. Aber mögt ihr Waschbären? Ich hab was für dich. Ich hab einen Softspot. Hier. Natürlich. Aber weißt du warum? Ich glaube, weil die Fingerchen und Händchen haben. Ja, weil die irgendwie cute aussehen. Die haben was. Aber hast du mal einen nassen Waschbären gesehen? Oh, nee, hab ich nicht. Aber bestimmt locker räudig, ne? Ja, sieht richtig räudig aus. Ich hab mal ein schlimmer Video, als eine nasse Katze. Ich hab mal ein Video gesehen. Das muss ich jetzt exakt mal kurz googeln. Das interessiert mich so sehr. Google nicht Wet Raccoon. Vertrau mir. Ich hab mal so ein Video gesehen, wo so ein Raccoon einen Waschbär in den Hund angegriffen hat. Das war so alles auf dieser Security-Kamera. Ja. Und da ist der Besitzer rausgerannt, hat den Waschbär an beiden Beinen genommen und hat ihn einfach in die Finsternis geworfen. Und er ist einfach wirklich wie so ein Stern weggeflogen. Ich kenne das Video. Du kennst das Video, ne? Ja. Ah, geil. Sieht sehr viel garstiger sofort aus, ne? Weil die leben ja auch davon, dass die so fluffig eigentlich sind. Fluffig und geringelt. Ringelschwanz. Ja. So, jetzt mein Algo wieder versaut. Ja. Nee, aber das ist kein, obwohl, weiß ich nicht. Ob das weiß ich nicht. Also am Ende kann alles ein Codewort für Ficky Ficky sein. Ja, alles, was mit wet anfängt, ist immer gefährlich. Ja. Das Internet hat uns verdorben. Ich habe auch noch was dabei. Ich habe mir auch Themen, also einfach nur eine Sache. Ja. Ich fahre ja sehr oft, so wie ihr, in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und da ist mir aufgefallen. Das ist hier echt die große Zugfolge. Ey, ich habe sogar noch eine dritte Sache, die wieder. Ja, das müssen wir, glaube ich, für die Plusfolge aufheben. Und wir müssen noch einen Anruf machen. Das ist es nämlich. Ja. Es geht bei mir auch relativ schnell. Ich habe nur gemerkt, dass ich saß letztens neben so einem sehr breiten Typen. Ja. Und der hatte so alle Merkmale von
Dude, geh mir nicht auf den Sack. So, ich bin einfach so ein bisschen so ein grantiger, breiter Typ, ja, wo du dir auch denken könntest, ah, wenn Union spielt, fängst du ja auch mal eine. Ja. Und dann saß ich neben dem und wir saßen ein bisschen... Auch wenn es gut läuft? Oh, egal, Bruder, welche Union-Mannschaft. Genau. Egal, welche... Sobald Anpfiff ist es für ihn Anpfiff. Boom, gib's erstmal eine. Ja. Und der hatte für mich jetzt nicht so... Also ich sag mal so, wenn was anderes frei gewesen wäre, er hätte mich nicht neben ihn gesetzt. So, und ich setze mich dahin, aber ich sehe, wie er auf seinem Handy so ein... Also wirklich, ohne das jetzt allzu despektierlich zu meinen, so ein Anime guckt mit so Katzenohrenmädels. Ja. Und ich war so, wow, hat das diese Situation für mich gerade entspannt. Ich hatte sofort keine Angst mehr. Nee, ich glaube, also ganz ehrlich, da würde ich genau andersrum denken. Lustig. Weil wenn ich sowas sehe, dann sehe ich einen Mann, der so mit dem letzten Finger am Abhang hängt. So, ja. Der ist jetzt wirklich so, der ist ein echter Anger-Management-Problemkind. Und alles, was ihn jetzt noch beruhigt, ist einfach nur das anzugucken. Und wenn ihn jetzt irgendjemand anschuckelt oder sowas, dann ist sofort Blutbad. Ja. Das ist lustig. Mein Kopf Dein Leben ist abhängig von seinem Datenvolumen. Genau. Also wenn da gebuffert wird. Wenn da gebuffert wird, sag ich dir. Aber ich weiß nicht, was das ist. So war. Eine Chance, du kannst sagen, ich kann dir einen Hotspot geben. Ja, ja, so geben. Du hast sofort so auf dem Zettel so alles ready, du hast ein Passwort aufgeschrieben. Das Passwort einfach zeigen. Einen Zugang geben. Nee, ich weiß nicht warum. Mich hat das wahnsinnig beruhigt. Ich fand, das hatte was Entwaffendes. Aber wenn du wusstest nicht, welcher Anime das ist. Nee, weil ich nicht so einen Schrott gucke. Also ich möchte wirklich, dass das sehr schrottig aussieht. Okay. Also wir haben ja alle eine gewisse Anime-Expertise. Das, also, ich muss wirklich gestehen, so Katzenohren-Anime, da muss ich auch mal eine Grenze ziehen. Ich habe 16 Jahre WoW, aber irgendwo gibt es einen Punkt, wo ich sage, nee, nicht Katzenohren-Anime. Ist ja so witzig, wenn sie jetzt einen Cut geben würde, ich habe diesen Anime entdeckt. In der nächsten Folge so Katzenohren auf. Da beginnt meine Verbohrtheit. Ja. Muss ich gestehen. Kennt ihr diesen Anime, der glaube ich mal auf... Wir sind auf der Solocon übrigens. Und was immer ihr mögt, aber ich muss es nicht mögen. Das ist auch mein gutes Recht. Übrigens, ganz wichtig, Solocon, ja, sind wir da. Ja. Nicht die Solocon. Erstmal Basel, 26. bis 28. Ist die Faber. Das ist nicht die Solocon. Die Solocon war. Wir sind jetzt auf der Faber. In Basel, richtig? Die Fantasy Basel. Die Freiburg und dann kommt Solocon. Ja, aber das ist ja in einem Jahr. Das ist in einem Jahr. Genau. Aber erstmal Basel. Das heißt, wenn ihr in Basel seid und an der Grenze, ist ja, ich habe ja gelernt, das ist ja, das Dreiländereck. Habe ich gelernt. Das heißt, wenn ihr dort verschiedene Kulturen kennenlernen wollt. Wir hatten auch eine Kommilitonin. 26., 27., 28. Wir hatten auch eine Kommilitonin, die das Dreiländereck hieß. Das war eine schwierige Zeit. Das war ein Scheißspitz. Das ist wirklich ein Scheißspitz. Dreiländereck. Als Claudia, wie nennen Sie das Dreiländereck? Ich weiß auch nicht, was das heißt. Nee, exakt alle, was heißt das? Bumst sie viel? Kommt sie aus Belgien? Das ist wirklich so ein schlechter Old-Man-Joke. Richtiger schlechter Dad-Joke. Es gab mal ein Anime, und das lässt mich hier gerade jetzt nicht los, weil wir darüber geredet haben. Da ging es um einen... Ich weiß gar nicht, ob man sagt, ob die Hauptfigur ein junger Typ war, der in die Schule gegangen ist, also ein Schüler, oder ob das ein Mädchen war. Mhm. Weil der ganze Clou an dieser Serie war, immer wenn dieser Hauptcharakter mit kaltem Wasser oder... Ranma 1/2. Kennst du das? Hm? Okay. Wo der Onkel in einen Bär verwandelt wird, wenn er mit... Das ist Ranma. Aber das klingt cool. Das ist eine großartige Serie. Hat mich auch sehr früh sexualisiert, weil die auch manchmal nackig war. Ja, ja. Das ist halt auch mal Fanservice bei solchen Sachen. Ja, ja, aber ich war 8. Also das ist kein Fanservice, das ist ein Problem. Fandst du immer weird, wenn Naruto sich so mit seinem Schattendingsbums da in so 100 Frauen verwandelt hat. Oh, um stimmt. Das war immer ziemlich creepy. Aber das war immer so ein komisches Gedankenspiel. Aber Anime so sind manchmal immer ein bisschen, das ist manchmal ganz schön. Ja. Habt ihr mal Killer Kill geguckt? Ey, das ist an sich ein guter Anime, aber jedes Mal, wenn die Protagonistin, und das meine ich jetzt wirklich, ist wirklich ein guter Anime. Nee. Ich finde die Story spannend, super animiert. Aber wenn sich der Hauptcharakter oder die Hauptcharakterin verwandelt, dann wird ihr Outfit einfach Zahnseide, die über die Nippel und über den Venushügel geht. So Borat-like, also. Aber sehr. Das ist so krass, ich such mal ganz kurz, wenn sie sich verwandelt und ist so. Nice! Sie wird zum Borat, Alter. Das gibt's 100%ig. Na, ja, weiß ich nicht. Doch, weiß die Japaner haben den Film auch 100%ig geliebt. Das ist genau ihr Humor. Aber ich glaube, glaubt ihr, dass Japaner, weil die als Kultur so quasi so ein bisschen verschlossen sind, was Sexualität ist, dass die das da krasser ausleben? Weil das weiß ich warum nicht. Warum sind denn die Japaner dann so drauf? Weil. Also, ich glaube schon, dass es damit zu tun hat, genauso wie in manchen anderen Ländern, wo es so krasse sexuelle Stigmata gibt und so, die Leute dann halt auch weirden Shit machen. Es ist nur so, dass die sich halt als Kultur auch unter anderem über Anime und Mangas ausdrücken. Mhm. Und da kann man halt auch viel machen, ne? Also, ich habe keine Produktionskosten. Von einem Interview, ob du nun
ich glaube, eine Arte-Interview-Doku gesehen, wo so ein Manga-Zeichner, also so ein Illustrator, meinte, vielleicht haben wir die auch, ich würde gerne andere Sachen machen, aber in Japan ist das sehr lukrativ. Also das heißt, wenn du anfängst, Manga zu machen, zeichnest du erstmal Bubis für 7 Jahre, wirklich. Ja. Also, das ist deren Open Mics sind Titten. Ja. Deren Open Mics sind Titten, ja. Ey, ganz kurz. Wessen Open Mics sind nicht Titten? Ganz kurz, das ist übrigens der Hauptcharakter. Ja. Und das ist einfach nervig. Weil ich bin so, ich fand die Serie gut, ja. Aber andererseits sitzt man dann auch da und denkt sich, jetzt gucke ich das. Das ist einfach gut, dass sie so, Pasties und dann so eine Hosenträger praktisch da drüber. Ja, das hat überhaupt keinen Sinn und wirklich, da wäre mit Ach und Krach die Nippel bedeckt. Für Daisy Dukes braucht man auch keine, also die hat so ultra kurze Jeans-Shorts oder sowas, ja. Dafür braucht man auch keine Hosenträger. Nee, weißt du, das macht dann auch stilistisch keinen Sinn mehr. Aber man kommt sich dann immer wie ein Creep vor und ich habe das damals auch noch geguckt, als ich mit meiner Ex-Freundin noch zusammen war und ich war so, das ist eine gute Serie und sie meinte, darf ich mitgucken? Und ich war so, hey, try it. Nee, lieber nicht. Und sie war dann auch das ist nichts für dich. Und sie war dann auch so, hey, das ist eine gute Serie, aber sie war auch irgendwann so, das ist mir jetzt echt zu dämlich. Ja. Also sie mochte die eigentlich auch, aber das war ihr dann auch zu viel. Und wer so, I get it. Ich habe dann auch aufgehört, war mir zu... Ich will gerade, also... Vielleicht bin ich auch prüde? Am ehesten, weiß ich nicht. Nee, ich meine... Das ist übrigens der Hauptcharakter in der Serie, 15. Ja, ja, eben, das ist das Problem. Ja, also ja. Das muss man jetzt auch nochmal dazu sagen. Bei Neo Genesis Evangelion habe ich mich auch weird gefühlt. Ja, Hauptcharakter... 16. Ja. Da ist ja auch keiner, wo ich mir denke, ihr denkt euch aus, wie alt die sind. Ja. Sagt doch 22. Das ist ja wirklich nur. Aber ich muss schon sagen, warum, ich hatte dann einen Crush auf diese Misato, muss ich sagen. Kann ich verstehen. Warum war R. Kelly eigentlich kein Anime-Fan? Boah, wenn er, das ist ja so seine... Das oh, so Lockerware. Aber er hat nie eine Anspielung gemacht oder so. Oder irgendwie mal so in seinem Musikvideo so Anime drin gehabt. Aber hier, so. Wie heißt der Typ? Das kann ich mir vorstellen, dass es war. Einige sind dann so große Schauspieler. Ja, auch bei Rappern gibt es manchmal weirdly so Anime-Überschneidungen. Ja, ja, klar. Also das ist gar nicht so selten. Auch wieder Marketing wahrscheinlich. Ja. Oh, weiß ich nicht. Ja. Freunde, ganz kurz, soll ich, ich kann weiter labern. Achso, ja, hol mal das Telefon. Und die meisten Anspielungen sind ja dann eher so sowas wie, weiß ich nicht, Naruto, Dragon Ball. Also das ist ja schon meist sehr so die großen popkulturellen Sachen, da geht man ja meist gar nicht so in die Nische. Tsubasa. Stimmt, das ist auch nochmal der große Klassiker. Also eigentlich alles, was auf RTL 2 und so weiter lief. Ja, One Piece auch. One Piece aber auch immer ganz, ganz große Okutonken, die guten Damen, ne? Da war auch alle immer richtig, richtig beleibt. Ist das ein japanisches Wort? Okutonken. Okutonken, ey, das ist ein geiles Wort. Sorry, also das ein geiles Okutonken, bitte. Okutonken ist ein ostdeutsches Wort für Brüste. Oh, ich dachte, Euter ist ein ostdeutsches Wort für Brüste. Nein, Okutonken. Pass auf, bevor du das sagst. Ich war ja letztens im Osten, in ganz Cottbus. Ganz entspannt. Ich habe da eine Show gemacht mit meinem guten Freund Alex. Ja. Und es war eine sehr, sehr gute Show im Primawetter. Kann ich sehr empfehlen. Ja, Primawetter. Wenn man in Cottbus mal ein bisschen Kultur sehen will. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass da ein bisschen Kultur kommt. Da geht mir ja auch das Herz auf. Und da ist mir ein Wort wieder ins Ohr gekommen, was ich seit Jahren nicht mehr gehört und was ich so gut fand. Moment. Nee, fuck. Nein. Jetzt. Sorry, wir müssen das nochmal machen. Ja. Falks neue Wörter. Im Osten sagt man für eine Schlägerei Sportfest. Und das hatte ich vergessen. Ah, krass. Da wird manchmal gesagt, ey, Jungs. Haben die Bock auf? Jetzt kurz nochmal einen Rimshot einbauen. Heute noch ein kleines Sportfest. Hä? Aber was machen die denn, wenn die ein wirklich... Wie geil ist das denn? Warte mal, was machen die, wenn die ein echtes Sportfest haben? Dann wird's richtig, es verwirrt die Leute. Vermutlich. Es ist ein Problem. Vermutlich kommt das schon mit so Baseballschlägern und Ketten und so weiter hin und dann wird da so Volleyball gespielt. Wir sind so, Weitsprung, Jungs! Ja. Aber wahrscheinlich die Urban, es muss ja quasi so angefangen, dass es auf einem Sportfest komplett eskaliert ist und dann irgendjemand, das hat sich dann so etabliert. Ich weiß nicht, was der Ursprung ist. Ich habe nur wirklich Testosteron auf einem Haufen. Ja, weil man da ein bisschen in die Bewegung kommt. Ja. Ein bisschen was Sportfest. Ey, aber wie geil ist denn das bitte zu sagen, wenn du zu jemandem kommst und sagst, ne? Heute noch ein kleines Sportfest? Sportfest. Und dann ist mir alles wieder eingefallen. Manchmal haben Leute so gesagt, ne? Hast du Sportzeug dabei? Ja, Sportzeug dabei. Am Ende gibt es Urkunden. Wie viele Sportlehrer haben aus Versehen eine Schlägerei angezettelt, weil sie einfach zu einem Schüler gesagt haben, hey, ist dein Sportzeug dabei? Und dann, komm mal! Ja. Oh, komm ran! Ja.
das jetzt? Ah, kleine Sport. Bam! Ein kleines Spielzeug dabei, Dicker. Und das wollte ich nochmal teilen, weil ich hatte es vergessen. Ja. Und ich finde, das ist eine der schönsten Formulierungen für Schlägereien, die ich jemals gehört habe. Was gibt es denn noch für Formulierungen für Schlägereien? Weil eigentlich, zu wie? Also das ist die beste, die wirklich ich bis jetzt gehört habe. Was ist denn so? Ja, es gibt noch eine Keilerei. Keilerei. Ist mal Keilerei, würde ich sagen. Ja, aber das sind alle Brawl, diese Reihe-Dinger. Ja, ein Brawl. Nee, aber das ist ja aus dem Englischen einfach. Ja, genau. Das muss ja schon deutscher. Ey, hast du Lust auf einen Brawl? Und du siehst so jemanden wieder so Brawlstars anmachen und das ist dieses Ja, oder Brawl für die Wii. Ja, genau. Ja, ich gerne. Dickerchen. Aber du hast nicht Rob nehmen. Oh, ich komme gar nicht drauf. Es gab noch was anderes. Nee. Es gab noch was anderes. Ja, ich habe auch das Gefühl, es gab noch was. Oh. Aber für mich ist es Sportfest jetzt. Einzelkampf. Ja, aber Einzelkampf. Eins gegen eins? Ja, aber das ist ja einfach nur eine Beschreibung. Ja. Das ist ja wirklich das Low-Leveligste vom Low-Leveligen. Wenn man einfach nur sagt, so, ey, eins gegen eins. Ja, aber das wurde auf jeden Fall bestimmt schon mal gesagt. Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Ein 1-1er, so, das ist so, das gibt's wahrscheinlich. Das war immer, das ist immer an der Schule dieser so ein Ding gewesen. Dieser Einzelkampfdruck zu wissen, ich finde, desto später mal. Hatte jeden 1-1er an der Schule? Nee. Ich hatte einen. Wirklich? Ja. So ein klares 1 gegen 1? Ja, krass. Nee, nicht, also. Hast du gewonnen? Nee, es kam dann dazu, zu dem nicht. Es war ganz komisch. Ja, es kommt nie dazu. Ja. Aber 90% ist einfach, wenn Leute sich so verabreden für eine Schlägerei, passiert gar nichts. Dieser Druck, frag Flair. Dieser Druck, also wirklich, also desto später der Einzelkampf angekündigt wird, desto besser, weil er hat es mir direkt in der ersten Stunde gesagt. Ja. Und ich war so, ey Bro, wir haben heute 8 Stunden. Also, also wer macht Admin für eine Schlägerei nach der Schule? Nee. Wer macht Terminplan? Ich kann dir genau sagen, warum. Ja, warum? Ich hatte mal es ging um Mädchen. Mädel komisch angeguckt, also genau. Nicht mal angesprochen, komisch immer. Angeguckt. Es geht immer darum. Ich habe mich da irgendwie nicht so, er war so, warum hast du, warum guckst du, warum hast du geguckt? Ich war so, wie, warum habe ich so geguckt? Was jetzt? Nee, ich habe nicht geguckt. Also willst, eins, sag einfach, dass du geguckt hast. Ich war so, nee. Das ist ja ein Standardspruch, ne? Ja. Was guckst du so? Oder alle Variationen davon. Und es gab eine Zeit lang echt viele verschiedene Antworten darauf. Ne? Es gab so ein ganzes Ding von so, was ist dein Problem? Bist du Optiker oder was? Also so eine Comeback. Dafür. Wirklich? Ja, ja. Das wusste ich nicht. Das ist mal so klassische Comebacks. Es gab klassische Comebacks dafür. Das ist ja funny. Was ich immer mega funny fand. Willst du bald deinen Führerschein machen, Dicker? Willst du bald deinen DS machen? Willst du was hier? A, H, G, J, F, K. Welcher Buchstabe ist das? Sag mal, Dicker. Siehst du einen... Ob es geholfen hätte, wenn man einfach sich so umgedreht hätte und krass geschielt hätte oder so. Das ist richtig, 100%ig, das wäre, glaube ich, krass. So entwaffnend gewesen, genau. Dass die Person mir so, das hätte locker geholfen. Du holst einfach so ein Auge raus, ey, du, sorry, Bro, ich hab ihn verloren. Als ich sehe es nicht, Tiefe ist für mich. Ja. Oder auch mal nett sein, so, du bist einfach wunderschön. Ja. Ich glaube, das wäre es. Ich habe eigentlich nicht angeguckt, Dicker. Wer kann sich in diesen Augen nicht verlieren? Bist du schwul oder was? Nein, aber nein, du bist so krass schön. Sag mal, man kann da auch mal. Ja, nee, das wäre so. Auf jeden Fall ist einfach nichts dazu gekommen. Nee, natürlich, es einfach unnötiger Stress den ganzen Tag lang. Ja. Aber und es wird dann auch so rumgesprochen. So, und dann passiert wieder nichts. Oh, ich wünsche, ich hätte damals mehr Geld mit Wetten gemacht, was das du bist ein Typ, der dann so Shady kommt. Aber die Hauptwette ist doch, findet es statt oder findet es nicht statt. Ja. Das ist die 50-50-Wette. Ja. Dann gibt es aber wie bei jeder wir Wette. Können nicht 50-50 machen, ich muss was gewinnen. Ja, aber du musst ja so eine, die müssen ja, du musst ja, also, okay. Entweder ich krieg Kommission, ja, wie eigentlich du, muss ich 10% immer Kommission kriegen. Ja. Ja, aber wie machen Bookies das denn? Die nehmen ja immer, die nehmen das Geld von den Verlierern. Ja. Ein richtiger Buchhalter nimmt eigentlich einen Cut. Ein Buchhalter oder ein Bookie? Das ist ein kleiner Cut, genau. Weil ein Buchhalter ist einfach ein Mensch mit einem Büro, wo du hingehen kannst, um deine Steuererklärung zu machen. Ich sag mal so, ich kenne mich nicht... Wir reden hier von illegalem Web. Da kenne ich mich nicht so gut aus. Ich habe immer nur legal gewettet. Wir kennen es mit normaler Buchhaltung nicht aus. Wir versuchen gerade, illegale Buchhaltung zu verstehen. Ich habe so viel Geld mit Sportwetten gemacht. Bitte red weiter. Echt, ja? Habt ihr schon mal gewettet auf Sport? Nee. Ich hab auch noch nie. Ich bin immer borderline an einem Spielproblem, weil ich ja von allem süchtig werden kann, auch davon. Ja. Und ich habe irgendwann mal aus Gag, bin ich nach Oldenburg gefahren mit ihm, um seine Familie zu besuchen. Ja. Und mir war langweilig im Zug. Und da war so ein, bei Bet and Win war so, zahl 10, krieg 50. Ja. Und da habe ich so ein bisschen auf so zweite Liga Tischtennis in Russland gewettet. und habe dann am Ende davon 370 Euro gehabt und die liegen jetzt... Bei Bet and Win, die habe ich noch nicht abgehoben. Echt? Wow, nicht schlecht. Ja. Ich würde immer, also, wenn
Irgendwie könnte es vielleicht ein Format werden, dass du auf die absurdesten Sachen wettest. Also weißt du, was ich meine? Gibt's schon. Es gibt ja einen Wettladen in England, der auch alles Wetten annimmt. Alles. Also du kannst da hinkommen und du kannst eine Wette vorschlagen. Und es kann sowas sein wie, schaffe ich es in 360 Tagen um die Welt, wenn ich nur ein Pferd habe oder so. Yep. Und die gucken die rechnen, die machen dann Mathe und sind so wie viel. Genau. Die sagen dir dann, was deine Quote ist. Interessant. Und machen das auch. Mein eigentlicher Plan war, ich wollte darauf wetten, damals wollte ich darauf wetten, wer Kanzler wird. Ja. Weil ich dachte, irgendwo muss doch eine Kanzlerwette geben. Wisst ihr, was eine krasse, krasse Wette ist, ob das Set, ob man ein gutes oder schlechtes Set haben wird. Das ist eine, weil da so viele Faktoren drin sind. Aber das kannst du ja selber beeinflussen. Das ist immer gefährlich. Hat einen guten Punkt. Das heißt, das müsstest du geheim auf jemanden wetten, der es nicht weiß. Ja. Weil ansonsten, jeder kann bomben, wenn er bomben will. Ja. Easily. Ja. Das ist ein guter Punkt. Aber das mit dem Kanzler, das muss eigentlich bei diesem Wetthaus in England gehen, weil das ist ja international. Ja, also ich das ist ja ein internationaler Event. Außer Olaf Scholz will so unbedingt diese Wette gewinnen. Also dann. Was meinst du? Also wenn da auf den deutschen Kanzler gewettet wird, welcher. Dass er mit Absicht das verliert? Wow, das wäre krass. Und du gibst ihm am Ende so 1000 Euro. Gut gemacht, Olaf. Deswegen gut. Das hat sich doch gelohnt, dass dein Traum tot ist. Ich glaube, der hat gar nicht damit gerecht, dass er gewinnt. Jetzt ist er, was eigentlich wollte ich. Ah, doch, ich glaube, der damit wollen wir eine Nachricht abhören? Bitte! Vielen Dank, dass ihr angerufen habt. Macht das mal, VMPV. Ihr seid ganz lieb. Die Nummer ist in der Beschreibung eingeblendet. Ruft mal an, schüttet eure Seele aus, gebt uns Feedback, Fragen, alles was, was euer Herz begehrt. Wir freuen uns wirklich immer und auch der einfachste und sicherste Weg, mit uns zu kommunizieren, weil wir spielen es immer ab. Also, ja, genau. Yep. Genau. Ich dachte gerade so ein bisschen, du würdest sagen, auch der einfachste unter euch kann sich bei uns melden. Das ist einfach so. Ja. So eine gute Beleidigung, jemand einfach zu nennen. Oh, so, das ist eine richtig harte Beleidigung. Also kurz Ruhe. Wiedergabe neuer Nachrichten. Eine neue Nachricht. Moin, Felix hier nochmal. Ich hatte euch letztens schon angerufen. Ich bin gerade wieder auf Arbeit und bin gerade dabei, euren Podcast wieder von vorne anzufangen, weil ich am Ende angekommen bin und einfach nicht weiß, was ich hören soll. Ich habe eine Bitte an Jonas, besorg dir bitte wieder einen Shitjob, bei dem du geile Stories erzählen kannst. Ich piss mich gerade bei deinen Hostel-Stories. Ja. Und ihr hattet euch gefragt, was ich arbeite, dass ich neben der Arbeit Podcast hören kann. Ich bin Postbote. Ich wollte mich bei euch bedanken, Leute, für hammer vielen geilen Content und ich hoffe, es kommt noch ein Haufen mehr. Ciao! Ey, Felix, bist du denn bitte für ein Engel? Ist Felix der gleiche, der einen C verloren hat? Ja, Felix ist der gleiche, der einen C verloren hat, vermutlich. Ja. Moment. Das ist doch Felix Lobrecht, oder nicht? Ja, das ist so krass. Ja. Wenn Felix ich glaube, ich war gefreut, dass Felix mal einen Podcast anruft. Ich bin übrigens Postbote. Ich hatte vier Stunden Zeit am Tag und die arbeite ich jetzt in einem normalen Job. Weil er ehrliche Haut ist und außer den Krankenkasse. Ja. Wenn du fest angestellt bist. Felix macht da so einen 550-Euro-Job für die Krankenkasse. Ja. Das frisst einen ja sonst auf, du. Ja. Deswegen ist er auch so fit übrigens. Deswegen ist er auch so fit. Also. Weil er immer durch Spannende oder öfter. Ey, das wäre wirklich funny. Das wäre wirklich funny. Aber, danke, Felix. Felix. Also der Echte jetzt. Der Echte. Genau, also es wird noch sehr viel VMP-Content geben und viel Spaß mit den alten Folgen, weil wir ja gerade so wirklich drüber gesprochen. Also manche machen das dann und hören dann alles nach. Und er ist in der Zeit angekommen, ey, das wirkt auch schon wie eine Ewigkeit, dass du damals diese Hostel durch welche Phasen wir alle gegangen sind. Ja, siehst du ihr wart einfach nur jung. Siehst du dich nochmal diesen Shitjob, siehst du dich nochmal irgendeinen Shitjob machen? Ja, hoffentlich nicht. Das war ja der Plan, das nicht mehr tun zu müssen. Ja. Das wäre eine Katastrophe, wenn es wieder passiert. Aber das war ja auf jeden Fall ein Nährboden für so viele krasse Storys. Eigentlich nicht. Eigentlich war es so deprimierend. Ja. Ich wollte gerade sagen, man erzählt es zwar immer und dann lachen Leute und man lacht auch selber darüber, aber das Problem ist, dass man es ja auch immer erleben muss. Ich habe jetzt funny Stories aus dem Autorenraum, also da passieren ja auch Sachen. Das stimmt. Aber die teilst du nicht so. Naja, ich muss aufpassen, was ich sage bei manchen Sachen, aber nicht mehr lange. Ja. Plus, also wenn ich meine Version von The Office geschrieben habe, meine The Office-Serie, Damit richtig nachgetreten danach. Dann Ricky Gervais ich mich durchs Land, Alter. Ich glaube, da bleibt kein Auge trocken. Ich glaube, auch Jonas hatte das wenigste. Gebt mir keine Macht. Ich sag's euch jetzt einmal vorher. Ey, das ist nett, dass du das vorher sagst. Ja.
Da kann sich keiner beschweren, danach, wenn er umgebracht wird. Ja. Später, wenn so dann Diktator. Guck mal, ich hab's hier gesagt in der Podcast-Folge. Hätte mir keiner Macht. Und das war auch nicht in der Plus-Folge. Hätten alle hören können. Keine Paywall. Also ich glaube, Jonas braucht von uns dreien am wenigsten Sorgen machen um Stories, weil du brauchst einfach wirklich nur vor die Haustür gehen. Also das ist ja wirklich dein. Also du brauchst einfach nur laufen. Du brauchst einfach nur. Habe ich hier im Podcast erzählt, was mir im Fitnessstudio passiert? Nein, das hast du noch nicht im Podcast. Du hast es mir auf Podcast erzählt. Ich habe das auf der Bühne erzählt. Genau, ja. Aber erzähl doch mal im Podcast. Das ist Ich bin wieder ins Fitnessstudio gegangen und das war jetzt das zweite Mal oder so. Und ich gehe immer spät abends, damit da nichts los ist. So. Und dieses Mal war noch ein bisschen was los. Es war irgendwie Dienstagabend um 11.30 Uhr oder so. Echt? War überraschenderweise noch was los. Und da waren sogar noch Frauen, was seltsam ist. Weil normalerweise, in Schöneberg zumindest, aber ich glaube auch bei den anderen Sachen, so ab 11 Uhr sind eigentlich alle Frauen aus dem Fitnessstudio raus, weil die wollen nicht nachts alleine nach Hause laufen, was ich absolut verstehen kann. Anyway, sind da so zwei Frauen oder sowas, die sehen auch so richtig so nach Fitnessmädels aus, die haben so das perfekte Fitnessoutfit und alle diese Sachen, diese Yoga-Hosen mit diesem komischen Bienenmuster. Das passt auch alles, ne? Also wirklich Bienenmuster. Dieses komische Relief. Was den Arsch irgendwie größer machen soll oder so, keine Ahnung. Das Gefühl habe ich auch immer, das ist auch sehr po-betonend. So Marketing. Das ist so vermarkten die das. Nein, die vermarkten mit von wegen, dein Booty wird geiler? Ja. Ja, warum sieht nicht? Sieht nur shapely aus. Natürlich. Ich versuche nicht drauf zu achten. Jedenfalls gehe ich dann so zum Dehnen rüber am Ende. Und, vorbildlich. Ja, ich habe es wieder versucht zu machen. Letztes Mal habe ich es nicht gemacht. Und dann dachte ich so, das ist nicht gut, das verkürzt die Muskeln. Jedenfalls leer, Fitnessstudio, eigentlich leer, ne? Bis auf so 4-5 Leute. Mhm. Eigentlich wirklich leer. Auch so. Perfekt eigentlich, ja. Genau, und ich habe da diese drei, es sind immer so eine Ecke mit so drei Matten bei FitEx, wo man sowas machen kann, ne? Und ich denke so, ist alles leer, ich mache das jetzt hier, ne? Keine 20 Sekunden später kommt ein kleiner Mann, ein wirklich kleiner Mann. Also, ich würde fast kleiner sagen. Kleiner als ich? Ja, knapp kleiner als du. Wow. Und auch irgendwie trainiert, aber eher so ein bisschen dürrer, so. Hm? Und er läuft schon so mit so aufgepumpter Brust durch die Gegend und so und hat auch so irgendwie so ein Unterhemd und eine Jogginghose an. Und er trainiert ohne Scheiß in Flipflops. Und das habe ich noch nie in meinem Leben im Fitnessstudio gesehen. Crazy Person. Ja. Das ist eine crazy Person. Und dann, da ist so ein Zirkeltraining direkt davor, ne? mit diesen Geräten, die nicht mal wirklich Widerstand haben, habe ich das Gefühl. Und er macht dann so. Trainier doch barfuß. Mein Kopf ist voll so barfuß. Nee, Fußpilz und so, Alter. Und überhaupt sollte der Schuhe tragen. Aber egal, jedenfalls ist er dann so, ne? Und ich kenne auch viele Leute, die barfuß trainieren. Jedes Mal, wenn diese eine junge Frau, die jetzt noch da übrig ist, aufsteht mit ihren Yoga-Hosen, steht er auch auf. Also die sind nicht nebeneinander. Sondern sie ist am anderen und fängt so an rumzulaufen, damit er sie immer sehen kann, den Arsch stieren kann und so. Aber so mega auffällig, und dann, dass es mir bei Proxy unangenehm war. Ja, dass ich gesagt habe, so, das ist jetzt gerade wirklich peinlich. Du bist einfach so ein peinlicher Creep. Und dann hörst du dieses Flap. Er macht die ganze Zeit diese Flap-Flap-Geräusche und dann fängt er an, Liegestütze zu machen, aber er zieht die Flipflops nicht aus. Das heißt, die Flipflops gehen immer so vor, zurück. Und er macht das auch alles irgendwie direkt bei mir. Wo ich halt auch denke, so, wir haben das ganze Fitnessstudio für uns. Geh woanders hin. Geh einfach woanders hin. Und bin nur verwirrt. Das war wirklich das seltsam. Die Vorstellung, dass die Flipflops einfach, du musst ja deine Füße so biegen. Einfach, die gehen Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee, vor allem, weil, das sage ich auf der Bühne halt auch, ne? Immer wenn er runter ist, hat er so Flap gemacht und wenn er hochgegangen ist, hat er so Flip gemacht. So. Weil so flip-flap. Das war wirklich mega weird. Was ein Charakter. Ich fand den aber wirklich auch unangenehm, weil der ganze Typ war unangenehm. Das klingt auch sehr unangenehm. Und auch so einer mit so einem Napoleon-Komplex, wo du richtig gemerkt hast, so, der fühlte sich schon provoziert, dass ich größer war als er. Das alleine provoziert. Ey. Die Frau, die da vorbeigegangen ist, hat ihn irgendwie sexuell frustriert / provoziert. Ja. Alles hat ihn irgendwie... Ja. Und ich dachte, in seinem Kopf war so, die würde nie mit mir ausgehen, nur weil ich klein bin, weil ich als sofort, kleiner Mann... Ja. Aber dann muss man ihm halt sagen, hey, Gott hat jedem Mann 2 Meter geschaffen. Sie Weihnachtsgelöbe. Oh, ich liebe es, wenn du zitierst. Und ich habe ohne Scheiß, ich habe in derselben Woche mit meinem Therapeuten darüber geredet, weil hier Anger Management Classes und so. Hatte ich also richtig, wirklich ehrlich wütend gemacht? Nee, es hat mich frustriert, weil ich darüber nachgedacht habe, ob ich hätte was tun müssen. Hm? Okay, verstehe ich. Weil er hat ja nichts zu der Frau gesagt und ich weiß auch gar nicht, ob sie überhaupt mitbekommen hat, dass er da immer so komisch rumgeschlichen ist. Ich habe immer das Gefühl, dass Frauen das sehr... Ich glaube auch, dass Frauen guten Instinkt dafür haben, notgedrungenermaßen. Ja. Und dann habe ich halt, also es ist wirklich ich habe auch gesehen, dass sie es vor
mir nach Hause gegangen. Ich will jetzt nicht diese Point einnehmen, aber ich glaube, einigen Frauen gefällt sogar die Aufmerksamkeit. Aber ich sag nicht, dass alle Frauen. Aber nicht von so einem Creep. Nicht von so einem Creep. Nicht aber von so einem kleinen, schmierigen. Manche Typen brauchen auch einen Ego-Boost und ich verstehe das auch manchmal voll. Also es ist so, aber. Das ist auch okay, ja, ja. Aber ich glaube, da gilt immer noch, ja, vielleicht. Ja. Findet sie das gar nicht so schlecht, ja. Aber nicht von diesem so Dude. Absolut. Nicht absolut. Von so einem Typen, der schon. Halt nicht von jemandem mit Flipflops. Ja. Ja. Ich glaube, niemand will von jemandem begehrt werden, der gerade Flipflops, ja, 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 trägt. Ich glaube, das ist so eine allgemeine Regel. Außer wir sind in Brasilien. Ja. Und du bist Felix Lobrecht. Also Felix Lobrecht kann mit Flipflops. Ja, der könnte auch nur eintragen. Der könnte auch nur eintragen. Wenn ich jemand mit einem Flipflop sehe, denke ich, ist der ausgenockt worden. Das kann ich mir anders vorstellen. Stimmt, das ist ein guter Punkt. Manchmal so Schuhe so an der Bahn, ja, irgendwie. Ja, also genau. Wie ist, genau. Die, immer ein Rätsel. Was ist die Geschichte? Ist ein guter ich finde es immer ein Rätsel, wenn es nur ein Schuh ist. Ja. Ja. Gerade wenn es so High Heels sind oder so ist. Also ich weiß, dass Frauen auf dem Weg zurück vom Club gerne die High Heels, ja, ausziehen und gegen so Ballerinas oder sowas tauschen. Ja. Oder Flipflops oder was auch immer gerade abgeht. Aber manchmal kann man auch keine Logik in besoffenes Handeln. Genau, ich glaube, es ist manchmal verlieren Besoffene. Ja. Beim Laufen irgendwie ein Stiefel. Ja, ja. Wie hast du einen Stiefel verloren? Ich auch. Und dann denke ich mir, vielleicht ist da jemand ausgenockt worden. Ja. So, bam. So richtig, so wie ein Stiefel. Aber ich habe, und das ist ja eine interessante Frage. Also ich habe mit meinem Therapeuten darüber geredet und er meinte so, wir haben darüber viel geredet und er ist auch funny gewesen, weil er hat einfach, ich habe halt eigentlich versucht, aus ihm rauszubekommen, wann ist es okay, Rage rauszulassen, wann ist es richtig, wann ist es falsch, wann muss man irgendwie wütend sein, wann nicht und wie kämpft man auch gegen so innere Lähmungen und sowas an, weil man ja auch keiner will ja sich. Ja. Du weißt ja als Mann, wenn du so jemanden konfrontierst, hast du sofort ein Problem. Hast du eine gute Chance auf eine Schlägerei. Ja, solide. Du hast Sportzeug schon dabei. Und du hast direkt so ein Los von der Tombola, von der Backpfeifen-Tombola gezogen. Ja. Und kann ich schon mal kacken, los ob du einen Gewinner hast. Kaltverpflegung ist da, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall gab es Getränke. Also, ja. Ja. Aber was war denn war ein bisschen funny, weil mein Therapeut ist halt so, ich habe das Gefühl, er ist eigentlich so ein alter Hippie. Der ist damals nach, er hat mir auch erzählt, ist nach Berlin gekommen, um den Wehrdienst zu verweigern. Nice. Also, nice. Als er nach Berlin gekommen ist. Gut. Und er meinte, er ist ein totaler Feigling. Er hat sich noch nie geprügelt in seinem ganzen Leben. Er hat es irgendwie immer anders gelöst. Und ich dachte so, okay, ist jetzt nicht die richtige Person, um ihn zu fragen. Vielleicht hätte ich bei MMA Berlin jemanden fragen sollen. Ja. Ja. Ich sehe den Typen nämlich, den Trainer. Wolf heißt der? Ja. Ja. Ich erkenne ihn an den Ohren. Ja, man erkennt die Leute an den Ohren. Ja, ja. Jedenfalls, ich fand es wirklich ein spannendes Thema, aber ich dachte so, ist es wert, einen Streit anzufangen? Weil er hat per se, er hat ja nichts gemacht. Also er hat irgendwie was gemacht, aber er hat auch irgendwie nichts gemacht. Also ich glaube, ist das schwer. Ich weiß ja nicht, ob die Frau sich belästigt fühlt. Ich glaube, das ist die Frage. So, hey, also, aber dann wirkst du manchmal auch wie ist die Gefahr, auch wie ein Creep zu wirken. Naja, dann kriegt man wieder vorgeworfen, dass man hier so nur einen auf White Knight macht oder Virtue Signaling oder was auch immer für ein Shit. Aber ich habe halt gedacht. Bist du, dass ich für dich kläre? Nee, ich kläre das für dich. Ich bin falsch angegangen. Ich hätte einen Streit mit ihm anfangen sollen, weil er die ganze Zeit um mich herum genervt hat. Hätte ich einen perfekten Vorwand gehabt. Ey, Alter, das Fitnessstudio ist komplett leer, verpiss dich mal mit deinen Flipflops. Ja. Und dann kann ich ihm direkt eine Schelle geben. Mhm. Und das ist eine richtig gute Lösung. Ich glaube, die Frage bei sowas ist ob man das anspricht, ist immer, ist man gerade bereit dafür, sich vielleicht zu prügeln? Ja. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, weil ich habe das manchmal, also ich meine, ich habe ja mein... Ich bin nie bereit, mich zu prügeln. Ich glaube manchmal reicht es, dass man glaubt, man wäre bereit. Ja, ich glaube, es gibt Tage, an denen fühlt man sich besser, wo man also denkt, ich kann es irgendwie handeln, genau. Aber es ist nie dieser Moment da, wo ich was denke... Was passiert denn im Worst Case, sage ich mal? Lass uns mal vom Worst Case also ausgehen. Also im Worst Case... Also das Gute ist, da waren Matten, das heißt, ich hätte ihn in die Guard ziehen können. Plus, er hat wahrscheinlich keine Waffen dabei, plus es wär, weil er im Fitnessstudio. Oh, aber da sind Gewichte überall. Ja, aber dafür musst du schon sehr schnell schalten. Plus, plus, also es ist ja, oft ist es sofort ein Scramble. Also oft, du wirst ihn ja nicht... Und da habe ich in Sportschuhen definitiv einen Vorteil gegenüber jemandem Flipflops. Ja, ja. Das ist doch das Dimitri Martin-Bit, wo er meint, immer wenn er jemanden einen Typen draußen mit Flipflops sieht, sagt er, der Typ hat heute sich gesagt, ich werde heute nicht in einen Kampf geraten. Ja. Ja. Jonas, ich glaube, das hättest du machen sollen. Ich glaube, der hätte keinen Streit mit dir angefangen, weil du ja deutlich größer und so. Ich glaube, und selbst im Worst Case, ich glaube, das Einzige, was gefährlich wäre bei solchen Leuten, dass sie dann nächstes Mal vom Fitnessstudio zu siebt warten. Und dann, also du kannst nicht mehr wieder in dieses Fitnessstudio gehen. Das ist halt scheiße. Ja, das ist scheiße. Genau. Oder ich muss selber mit mehr Leuten kommen. Ich glaube, man kann jemanden. Gangs of Berlin! Ich glaube, man kann jemanden auch so dem. Patreons, mit unseren Patreons kommen wir. 112 Leute, Alter. 154. Echt? Ja.
Das ist lange nicht mehr gehört. What? Das kann ich ja dazu sagen. Er meint so, ich komme mal immer so, pass mal auf, mein Freund, lass dir mal ganz mal Fett noch mal. Ja. Hast du 154 Leute? Ich habe 154 Leute. Ich bin gewaltbereit. Die verprügeln, da steht auch verprügeln. Die steht auch verprügeln. Ich glaube, man kann jemanden auch so demütigend besiegen, dass er nicht wiederkommt. Ich glaube, das geht. Ich habe später gesehen, dass er noch jemanden kannte, da war noch so ein anderer Dude, deswegen war es wahrscheinlich besser, dass nichts passiert ist. Aber das ist eine interessante Frage, dieser Lebensaspekt. Wann macht man was? Weil bei mir ist jedes Mal schiefgegangen. Einmal ist es offensichtlich. Jedes einzelne Mal schiefgegangen. 100%. Ja, die Frage ist halt auch, im Endeffekt wärst du der Aggressor auf dem Papier gewesen. Naja. Wenn ich nur was zu ihm sage, noch nicht. Genau. Ja, das stimmt. Allein wenn du schon sagst, hey Bruder, hier ist viel Platz, kannst du nicht in mein Gesicht trainieren. Das ist ja vollkommen legitim in einem Fitnessstudio. Ja. Also das geht klar. Definitiv. Oder ich hätte anfangen müssen, ihn zu roasten. Keine Ahnung, wenn es so beigeht. Hey, gibt es die Flipflops auch in Männergrößen? Das ist so. Ich mag das Design. Das ist so deiner. Gib mir die Schuhe, ist mein neuer Schlüsselanhänger. Jetzt kann mein Rückspiegel hängen. Wie geil, ey, das ist Ohrst. Das ist der Schlüssel. Das sind ja auch Comedians. Eigentlich sollten wir es mit Comedy handeln. Wir können ja meist Leute besser beleidigen als sie uns. Das ist ein Top-Joke. Aber ich verstehe den Gedanken. Wie gesagt, bei mir ist ganz schwierig. Es gibt so Jumpkisten, wo man so drauf springt, ne? Ja. Und ich kann die einfach so hinbringen und sagen, stell dich mal kurz drauf, ich will mit dir reden. Krass. Lass ihm noch die Hand reichen, dass er hochkommt. Lass es mal auf Augenhöhe reden. Viel schlimmer ist, du gehst in die Knie. Ja. Das ist noch demütig. Squatte. Beim Squatten mit ihm reden. Das ist ein Power-Move. Beim Squatten unten bleiben mit ihm reden und dann wieder hochgehen. Du bist sofort in der Guard. Du kannst einfach nur hinten rumsen. Ich habe auf mein Meme nicht reagiert, ey. Bitte? Wenn du bei einem Jiu-Jitsu-Menschen einbrichst. Mann, ich habe mich so einen abgeeiert. Ja, doch. Das war lustig, aber da war ich gerade übelst. Das war nicht, da war ich habe nicht realisiert, dass das von dir ist. Ich dachte, das war einfach aus dem Internet so. Nee, es war nicht von mir. Ich habe es gefunden und dachte, ich würde es witzig finden. Weil die Vorstellung, dass wenn man einbricht, Jiu-Jitsu sofort Wie hieß denn diese? Es gibt eine Amazon-Serie, da kommt das genau darin vor eigentlich. Und zwar, da ist so ein Typ, der ist Auftragsmörder für die CIA. Auftragsmörder für die CIA. Und er soll irgendwie in Holland oder so soll er jemanden umbringen. Ja. Und das ist so ein Brasilianer. Und die joken dann am Anfang, sagen die ihm halt so, ja, der Typ macht Brazilian Jiu-Jitsu, du musst ein bisschen aufpassen. Und er ist so, come on. So, ne? Und dann kommt er zu dem nach Hause und der Typ hat einfach 5 Brüder, die alle Brazilian Jiu-Jitsu Black Belts sind und da auch schon so oben ohne rumlaufen mit ihren Genau so stelle ich mir die auch immer vor. Wie die Gracies einfach. Ja. Und dann haben die halt einen mega brutalen Kampf. Mhm. Und er kommt da auch nur raus, weil er die alle absticht. Okay. Ja, das ist der letzte. Und da kommt wieder mein Punkt. Wir alle verlieren gegen ein Messer. Ja. Das ist nämlich das Problem. Kannst du auch so viel Guard pullen. Dann macht jemand so tot. Ja, das stimmt. Ich wollte gerade nur sagen, wir müssen langsam zum Ende kommen, weil wir haben noch eine Plusfolge. Ja. Ich habe noch ein sehr funny Thema da dabei. Wir haben auch noch ein kleines Themchen. Also das heißt, wenn ihr jetzt schon durch seid mit der Folge und war so, hey, ich muss noch 3 Blöcke Briefe verteilen. Felix, diese Nachricht wirklich nur an dich, wenn du. wenn das Briefträgergehalt gut genug ist, ansonsten fühle dich nicht gezwungen. Aber sonst mach einfach nochmal die Lanxess-Arena. Hey, Alter, wir haben schon 2 Briefe, die 2 Wochen dauern in Berlin. Junge! Das ist so die Hölle gerade, ne? Ja. Aber pass auf, wenn ihr noch ein paar Schmeckes übrig habt und Bock auf von B habt, dann gebt euch den Patreon. Wir würden uns sehr freuen. Das supportet uns, macht den Podcast besser, größer und Und ihr sollt auf jeden Fall YouTube folgen, weil am 23.05. kommt die erste Folge der Staffel 3 von VMD raus. Bubu! 23.05. Das wird großartig. Endlich. Muss die Promo-Maschine mal mehr anschmeißen langsam. Ja. Mit Georg FK darf man das schon sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, Annik, viele haben das Stream geguckt. Ach, scheiß drauf. Ja, komm, es gibt Schlimmeres. Ja. Hör doch einfach den Satz da jetzt auf. Genau. Einfach mit Georg FK hinter den Kameras. Georg FK hinter den Kameras. Ansonsten, sagt euren Freunden, es war wieder eine schöne Folge, sagt euren Freunden, dass es diesen Podcast gibt. Ja. Ansonsten, haben wir noch was vergessen? Nee. Ich glaube, sofern ich wüsste. Ende Mai sind wir auf der Fantasy-Basis, haben wir schon gesagt. 26. Glaube ich, bis
26. bis 29. Und folgt auch Jonas Imam auf Instagram, Falk Pötschek und mir. Wir machen auch noch anderen Stuff, wie Stand-Up-Comedy. Comedy! Oh, das sollten wir eigentlich wirklich machen. Wir wollen mit Poesie nochmal in den Raum werfen. Das ja, versuchen wir Poesie jeden Freitag 18:30 in The Wall. Wäre ganz nett, was eine neue Show ist, wenn ihr mal vorbeiguckt. Genau. Großartige Show. Ja. Videos auf meinem Instagram und auf dem Instagram von anderen Leuten, die es schon hochgeladen haben. Ja. Nee, also wirklich jetzt, wenn ihr Reichweite habt. Nee, jetzt mal wirklich. Also, jetzt mal wirklich. Wie lange geht es? Nee, aber jetzt mal wirklich. Was wir euch immer geben. Wir geben ja. Ich bin ja nur am Geben, bin ich nur noch. Ich möchte jetzt auch mal haben, möchte ich jetzt. Einfach so. Teilt doch mal jetzt. Ja. Mach uns doch jetzt mal berühmt jetzt. Okay. So. Also, komm gut nach Hause. Schützt das Internet. Dafür kriegst du keinen Grammy. Das ist auch der falsche Preis. Dafür krieg ich wirklich keinen Grammy. Internet, Vollkaution. Und, Komm gut nach Hause? Nee, ich hab gut nach Hause gesagt. Du musst Vollkaution. Gott schütze das Internet. Das war die weirdeste Sache. Das war wirklich. Monty, Piggy, was ciao, ey. Pass auf euch auf. Gib uns Geld. Seit wann winken wir ja nicht in die Kamera? Verprügelt mit Punchlines.